Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Spielebude. Heute ist wieder der Jan Bernd mit dabei. Und hallo. Es kann nur eins bedeuten, es ist wieder Zeit für Star Wars. Auf jeden Fall. Ja. Was zocken wir denn heute? Heute hat es uns in die Klon-Ära verschlagen. Wir haben ja letzte Mal bei Star Wars Armada euch die Grundbox gezeigt, wo es zwei Fraktionen drin gab. Genau. Und mittlerweile ist das Spiel ja schon ein bisschen älter. Und jetzt hat man angefangen, Fraktionsboxen zu verkaufen, was auch super praktisch ist. Weil wenn man jetzt nicht Rebellen spielen will, dann richt man sich auch nicht drüber auf, dass man sich die in der Grundbox kauft, sondern man hat die Fraktion, die man will und alles, was man darüber hinaus braucht. Ich glaube sogar ein bisschen zukunftssicher, da sind mehr Einzelteile drin für zukünftige Erweiterungen. Genau, das muss man auch dabei sagen, die normalen Starter, die kosten jetzt genauso viel wie die große Box. Dementsprechend hat man aber einfach deutlich mehr drin. Also ich sag mal, ich glaube, da, als wir da blank gespielt haben, hatten wir 140 Punkte oder so. Und ich glaube, jetzt haben wir 220. Ja, genau. Jetzt kann man schon fast, oder man könnte sogar, wenn man richtig verschwenderisch Punkte aufstellt, schon 400 Punkte fast ins Feld bringen. Dementsprechend wird auf der einen Seite sicherlich das Spiel ein bisschen länger dauern. Oder ich weiß nicht, ob das Spiel dauert vielleicht länger, das Video glaube ich nicht, weil wir einfach mehr auf dem Feld haben. Ja. Wir können mehr machen. Wir werden jetzt nicht mehr auf alle Regeln als solche eingehen. Wenn euch die Regeln als solche, das ist total irritierend, ne? Wir haben sonst immer hier vorne in den Laptop reingesprochen, wenn wir uns gesehen haben, und die große Kamera war es fürs Feld. Stimmt, ich habe jetzt gerade auch immer auf den Laptop geguckt. Hatte ich nämlich auch, weil das Lämpchen ist noch an. Hier, das ist aber mittlerweile fürs Feld am Start, damit wir das, wenn man uns sieht, damit man das mit der Lippensynchronität gescheit hinbekommt. Ja. Deswegen so ein leichtes Durcheinander. Also wenn euch die Regeln interessieren, dann gerne nochmal unser erstes Video angucken. Genau. Da hat Jan Berti ganz großartig und ausführlich erklärt. In diesem Video werden ein paar minimal anders sein, weil wir jetzt, denke ich, einfach mit den aktuellen Regeln spielen. Ja, genau. Wir werden die aktuellen Regeln benutzen, aber trotzdem dieses Eröffnungsszenario machen. Das heißt, Sonderausrüstung, zukaufbare Teile sind auch weg. Das heißt, diese neuen Raid-Token und so Sondersachen werden jetzt erstmal nicht stattfinden, sondern wir wollten euch zeigen, wie es aussieht, wenn zwei Kumpels sagen, komm, wir spielen Clone Wars, ich bin Republik, du bist Separatist und los geht's. Ne? Genau, so schaut's aus. Und das ist dann halt erstmal, um die Grundregeln zu lernen und zu lernen, wie sich diese Sachen hier fliegen. Ja. Und warum der Aufbau zum letzten Mal? Weil in dieser Box halt, dadurch, dass da auch weniger drin ist, die Navigation, finde ich, mit weniger Schiffen logischerweise noch einfacher zu erlernen ist. Ist das jetzt hier Ausbaustufe 2, die wir hier auch irgendwann hochziehen. Also von denen ziehen wir die Punkte auf das hier hoch. Ja. Aber hier, ihr seht es schon, um euch da mal einmal mit rüber zu pflücken, wir haben einfach beide drei mehr oder minder große Pötte. Ne? Ja. Also wir haben beide einen Pott in der Größe des Sternzerstörers, der in der Startbox dabei ist. Ja, genau. Einmal mittlere Schiffsgröße und zwei kleine Schiffe haben wir dabei. Und jeweils sind vier Staffeln in den Packungen drin. Genau. Und wenn man das jetzt mit der normalen Starterbox oder mit der ersten Starterbox vergleicht, dann ist das hier das Imperium gewesen. Ja. Und die beiden hier sind die Rebellen gewesen. Das Einzige, was hier in Anführungsstrichen weggespart wurde, sind ein paar Staffeln. Also insgesamt, glaube ich, eine Packung Staffeln oder so. Aber dafür sind halt, wie gesagt, mehr Kommandoräder drin und Geschwindigkeitsräder, weil man in Zukunft da ein bisschen nachhaltiger, glaube ich, produziert, indem du halt ein Modell kaufst. Ja. Da sind die Karten drin, aber diese Kommandoräder, dann hast du, glaube ich, 10 Stück in deiner Starterbox. Genau, das ist ein riesiger Eimer. Das ist auf jeden Fall zukunftssicher. Ja, da ist ein riesiger Eimer dabei. Und ich finde, die Bemalung ist bei den beiden Boxen einfach noch mal kurz, ne, so vielleicht als Resümee ist falsch am Anfang. Vergleich. Genau, im Vergleich. Also, die sind finde ich, auf beiden Seiten deutlich schicker bemalt, als das in der Starterbox war. Insofern, also ich die sind nicht auf jeden Fall aufgestiegen. Die hatten vorher, glaube ich, zwei Farben. Du hattest dieses weiße, die weiße Fregatte, die hatten sie dunkel gewascht und dann hatten sie die Korvette dunkel gewascht und ein bisschen rot dran. Und hier hast du ja jetzt Linien und Symbole drauf und auch komplett einheitlich, würde ich sagen. Man sieht zwar, es ist Handarbeit, aber für den geneigten Spieler, der halt nicht selber malen möchte, ist das vollkommen ausreichend. Ja. Und man erkennt auf jeden Fall sofort die Schiffe. Und sind auch von unten ein bisschen bemalt, also da... Ja.
Ich finde, es passt genauso wie die Grundbox. So, ne? Ja. Muss man einfach dabei sagen. Ja, dann ziehen wir euch mal eben wieder hier hoch. Und ja, wenn ihr jetzt gestern beim Live-Video noch nicht mit dabei wart, wir haben es endlich geschafft, dass hier oben endlich ein passendes Weitwinkelobjektiv da ist, was den ganzen Tisch zeigen darf. Ist das zweite, was auf den Weg zu uns gebracht wurde, denn das erste, da bekam ich irgendwann die Mail, es ist aus irgendeinem Grund bis nach Italien geschickt worden. Oh Gott. Ja, und da war dann Feierabend. Jo, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier starten und unser erstes Ründchen der Separatisten gegen, ich will schon wieder Allianz sagen, Republik spielen. Ich weiß gar nicht, warum man immer Allianz am Start hat. Seht ihr jetzt erstmal das Intro. Dieses Video wird ermöglicht durch eure Einkäufe in der Spielebude, sowohl vor Ort als auch in unserem Webshop, sowie durch euren Support über unser Ticketsystem und Patreon. Herzlichen Dank dafür und jetzt viel Spaß. So, da sind wir. Wir haben eine kleine Änderung, genau, vom Setup hatte ich gesagt, dass man jetzt hier die, wo wir sonst immer reingeschaut haben, die genau. Kamera ist auch für die Seite mit dabei. Und von oben sieht man auch ganz, ganz viel. Und wir haben als Aufstellung das genommen, was in der Anleitung... Genau, dieses Startszenario. Genau. Als Idee, als Grundidee dabei steht, wie man das Ganze jetzt... machen möchte oder wie man das spielen sollte. Ich kann das mal einmal noch zeigen hier. Ja. Wir haben da ja was vorbereitet, nicht? Nämlich das Heft hier. Das kommt hinter dem, genau, so die vierte da, ne? Seite. Einmal noch weiter jo. Nach dem Inhalt. Da ist der Aufbau. Ja, wir haben uns einfach hier dran gehalten. Das habt ihr in beiden Heften mit drin. Die Hefte sind im Grunde genommen auch identisch von den beiden Fraktionsstartern. Einzige wirkliche Unterschiede sind einmal vorne das Cover, was immer zu der jeweiligen Fraktion gehört, die ihr euch da gerade geholt habt. Und ich meine das, was Aufbau etc. angeht. Ja. Logischerweise, so, ja. Wahrscheinlich noch ein paar Erklärungen zu Sonderregeln. Aber ich glaube, alle Sonderregeln sind da später erklärt, wenn man dann das erste Testspiel gemacht hat. Genau. Dann hat man quasi weiter. Das ist auch schön bei FFG, dass man da so chronologische Einführungen hat. Man blättert sich durchs Buch. Fängt an dabei zu spielen und lernt quasi on the fly das Spiel. Genau, richtig. Ja. Wir haben jetzt gar nicht nach den Punkten geguckt, sondern werden einfach erwürfeln, wer startet. Genau. Und haben uns überlegt, wir nehmen einfach... drei rote in die Hand und der am meisten normale Treffer hat, der kriegt dann die Ini. Dann einmal zu Würfelkönig hier vorne rüber. Zwei Stück. Du hast zwei. Ich und habe einen nur, genau, die Crits zählen nicht. Dementsprechend startet auf jeden Fall die Separatisten-Allianz grundsätzlich das Spiel. Und wir stellen jetzt mal eine Runde unsere Kommandoräder ein. Bei den Geschwindigkeiten muss ich ja diesmal echt gucken. Ich hatte beim letzten Mal den dicken, saulahmen Pott. Super langsam, genau. Jetzt hast du diese schnellen. Genau. Die beiden können beide Reichweite 4 fliegen. das ist ja schon mal einiges, ist das. Du startest jetzt, ne? Ja, genau. Ich werde das erste Schiff bewegen und dann bist du dran. Ja. Dann muss ich doch mal schauen, was und wie ich es mache. Selbst mein dicker Pot in Anführungsstrichen, also ne, das was von der Base das Äquivalent ist zum Sternzerstörer, hat eine Geschwindigkeit von 3. Ja, also der ist recht fix, der Akklamator. Das ist deutlich mehr, als prinzipiell beim letzten Mal am Start war. So, und der hat auch 3 Manöverräder. Stimmt, bei den Manöverrädern, da ist genau, meiner eine Nummer dicker als deiner. Ne? Genau, ich habe nur 2 Kommandos bei meinem mittelgroßen und jeweils bei den kleinen nur einen. Und du hast dafür 3, weil das quasi schon so ein Baby-Sternzerstörer ist. Ja, das ist richtig. So, ich werde dann mal hier eben ein wenig meine Manöverräder einstellen und dadurch, dass wir ja schon ein Ründchen gespielt haben, hoffe ich, dass ich diesmal ein bisschen taktikfuchsiger werde. Aber die Geschwindigkeit, genau, die hast du nachher noch offen. Ach so, ja, die habe ich jetzt aktuell nur verdeckt hingelegt, weil ich dachte,
Wir machen um meinen Taktieren zu verhindern. Ja, und ich habe die auch nicht drauf. Ich hätte gedacht, du machst das auch umgedreht. Ach. Genau, ja. So, ja, normalerweise würden wir ja so ein 400-Punkte-Spiel spielen, stellt man ja eh abwechselnd auf. Mhm. Ein Schiff oder zwei Staffeln, wenn man schon ein Schiff stehen hat und muss da dann quasi immer schon die Geschwindigkeit angeben. Ja. So. Gut. Ich habe aufgedeckt und wir können ja kurz erklären wie schnell oder wie langsam unsere Schiffe sind. Mit meinem Degenpott, den habe ich auf Reichweite 2 stehen. Ja. Der soll mein Damage-Dealer sein. Allerdings habe ich bei meinen schnellen Flitzern hier vorne, da wollte ich einfach Vollgas. Mal gucken. Ja, da wollte ich mal gucken, was da Sache ist. Die preschen quasi. Ja, ich wollte es gerne cineastisch halten. Da hast du ja auch in der Regel, dass die Kleinen vom reinspringen. Ja, genau, sie sind die Flanker, die kommen genau. Und und dann kommen die Dingen reingehüpft und damit man das so ein bisschen darstellen kann, sind die beiden mit Geschwindigkeit 4 unterwegs. Im Moment. Habe ich ähnlich. Ja. Ich bin nur leider bei meinen kleinen Frachtern einen langsamer. Also ich habe auch maximal Geschwindigkeit. Die dürfen nur 3. Deine sind ja langsam. Ja, das sind eigentlich nur so Pötte, die halt nur Roboter transportieren. Ach, okay. Krass. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wendig die sind. Oh, die sind noch, noch wendig. Und deine sind noch windig? Hm. Ja. Ja, das hat meine jetzt gar nicht. In Reichweite oder in Geschwindigkeit 3 hat der... Darf nicht knicken, einknicken darf nicht knicken. Also der, bei dem muss ich, glaube ich, aufpassen. Dass der hat einen großen Wendekreis. Ja, dass ich mit dem heute nicht einfach vom Feld fliege. Aber du kannst ja mit den NAV-Kommandos auch immer deinen Knick ändern, dass du einen erhöhen kannst. Aber der hat vorne, der hat 3 rote, 1 blau und 2 schwarze. Da würde ich doch viel lieber mit schießen. Ja, aber du musst trotzdem irgendwann lenken, sonst fährst du vom Tisch. Wir spielen 8 Runden, ne? Ich glaube, ich muss das 6 Runden. 6 Runden, genau. Ich muss das mal ausmessen, wie weit er fliegt, wenn er die ganze Zeit von der Luft gerade ausfliegt. Wusch. So. Aber gut, Runde 1, genau. Runde blau und du darfst deine erste Aktivierung machen. Mein Frachter fange ich mit an, ich decke ihn auf und bremse direkt mal auf 2 runter. Jo. Und fliege dann ganz gemächlich mit ihm geradeaus. Mhm. Ich darf, weil ich das Kommando ja ausgegeben hatte, ich darf eigentlich nicht am letzten knicken. Ja. Aber weil ich ja jetzt meinen NAV-Dingsbums ausgegeben habe, meinen NAV-Rad dafür, knicke ich den oben einmal. Ja. So, die Staffel kommt zurück. Du bist nicht in Reichweite, das heißt, du bist dran. Jo, so schaut's aus. Ich werde auch direkt einfach mal mit dem loslegen. Ne? Bei dem habe ich hier auch einmal navigieren. Brauche ich aktuell nicht, aber das nehme ich mir als Token. Für später. Genau, also das Ding ist klar. Ich will jetzt nach vorne hobeln, vor allem, weil ich in Runde 2 starte. Ist mein Plan jetzt doch durchaus mal so ein bisschen in die Beschussreichweite zu flattern. Deswegen habe ich gebremst, damit ich nicht sofort vor deiner Flinte parke, weil du hast auch viele weitreichende rote Würfel. Das ist richtig. Ich werde hier einen Knick so zur Seite nehmen, in der Hoffnung, dass ich schaffe, aus 2 Sektionen anschließend Ballern zu rufen. Der berühmte doppelte Feuerwinkel. Mhm. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus, ja. Passt. Mit dem komme ich auf jeden Fall nach vorne. Du hast beide Winkel auf meiner Front. Richtig, also wenn ich gleich nicht wegfliege und du aktivierst den Feuer, hast du einen schönen Doppelschuss. Dann bin ich mit dem durch. Ja. Dann nehme ich auch meinen zweiten Frachter. Der hat, oh Wunder, auch ein Navigieren. Mhm. Der wird aber bei seiner Geschwindigkeit von 3 bleiben. Ich muss mal einmal kurz das Mikrofon runternehmen. Du hast auch schon Nase jucken die ganze Zeit hier. Die schöne Allergie, ne? Die blöde Pollenpest ist hier unterwegs. Ich bin heute noch verschont. Zumindest solange ich hier im Hause bin. So. Ich war am Überlegen, ob ich noch ein Citrizin nehme, aber ich kann gar nicht so viel Kaffee gegentrinken. Wie sediert das Zeug bei mir reinschlägt. Das ist das ist der Nachteil, genau. Ja. Ich hatte auch überlegt, ob ich jetzt wieder auf Lova umwechsel, weil das Citrizin bei mir die letzten 3 Tage gar nicht gewirkt hat. Ich hoffe, dass mein zartes Stimmchen hier noch zu hören ist. Dann habe ich mein Vierer-Manöver Dreier-Manöver meine ich natürlich, ausgeführt. Mhm. Und du bist wieder dran. Ja, wunderbar. Jetzt ist natürlich das Ding, und da muss ich so ein bisschen im Taktikfuchs machen. Wenn ich jetzt mit dem hier das gleiche versuche wie mit dem hier hinten, werde ich auf jeden Fall eins von den beiden Schiffen so hinstellen, offensichtlich, dass, dass du drauf schießen kannst.
Ja, deswegen habe ich ja gebremst. Ich hatte auch Angst, loszufliegen. Und aber ich habe mit dem navigieren. Das ist nämlich jetzt das Ding. Bremse ich mit dem, weil im Endeffekt möchte ich ja dir nichts anbieten. Ja, ja. Ich benutze das Teil direkt, obwohl. Obwohl. Ich kann hier vorne messen, ne? Ja. Und hier vorne bin ich in aller feinster, ups, so rum, bin ich in aller feinster blauen Reichweite. Ich glaube, wenn ich jetzt auf 3 runterbremse, dann bringt das auch noch nicht so Fülle. Ich werde das anders machen. Und zwar werde ich meinen dicken Pott hier in der Mitte als allererstes aktivieren. Ach so, dann musst du eben dein eines Rad noch von deinem Frachter umdrehen. Ja. Dem habe ich gegeben auch navigieren. Aber einfach, weil ich jetzt gerade keinen Lastenschirm hatte, weil ich da sonst anderes machen soll. Doch, genau. Ich wollte mal gucken, wie sich die Sachlage so entwickelt. Und ihm werde ich jetzt geben, dass er auf 3 nach oben dübelt. Um Druck aufzubauen. Genau. Und mit dem dürfte ich mich eigentlich nur im ersten Klick hier um 1 bewegen. Und ich werde den zweiten Klick nehmen und auch benutzen, weil ich das Ding halt direkt da nehme. Und dementsprechend dann hier vorne einmal einen kleinen Schlenker machst. Genau, einen kleinen Schlenker mit ordentlich Vollgas. Ja, ordentlich Vollgas. So viel Hackengas, wie der halt kann. Ne? Aber 3 ist schon schnell. Das war damals schon ja schon der Mindblow, als die Sternzerstörer plötzlich mit 3 um die Ecke kamen. Ich meine, ich habe jetzt hier auch, ne? Ja. In Rot. Wenn ich da gleich noch stehe. Wenn du da gleich noch stehst, das ist richtig, ja. So. Dann darf ich meinen nächsten Flieger nehmen. Das heißt, ich habe nur noch ihn. Er hat auch ein Navigieren genommen. Mhm. Ich bleibe aber auf meiner Geschwindigkeit. Ich nehme das als ein Token. Ja. Bevor ich losfliege, ich habe ja auch hier ein Manöverrad. Gucke ich mal, ob du überhaupt in meiner Reichweite bist. Das bist du leider nicht. Das heißt, ich versuche mich jetzt mal so zu positionieren. Oh, der hat sogar 2 Knicke im letzten Glied. Das ist ja mal interessant. Was ist das für ein Racer, ey? Das ist ja Wahnsinn. Der kann sich quasi so positionieren. Das war für einen Double Arc, glaube ich, nicht gut. Mal gucken. So, berührt, geführt. Wenn es anliegt, liegt es an. Knapp vorbei. Ach so, ja, hier, ne? Ja. Ja. Mal schauen. Das war's dann mit unseren. Ah, ne, Quatsch. Dein, nee, ich hab dein noch kleiner Pott ist noch. Ich darf ihn noch. Genau. So, jetzt ist natürlich. Tasty. Also, der darf auf jeden Fall auch navigieren. Ich werde dem den Token geben, denn ich möchte gerne, dass der auf jeden Fall 4 weiter fliegt. Oder benutze ich den direkt? Ich muss mal gerade überlegen. Und zwar. Könnte ich jetzt zwar, also ich möchte gerne mit 4 fliegen. Ja. Das ist jetzt auch nicht das Ding, dass ich da jetzt runter möchte, aber ich könnte mir ein bisschen was an Mobilität geben. Ich muss du kannst ja auch nur sagen, du gibst das Rad aus und nimmst nur den Knick. Genau, darum ist er. Genau. Weil der hat nämlich, im ersten hat der, darf ich mich um 1 bewegen, im nächsten darf ich mich um auch 1 bewegen, oder um nichts bewegen, im zweiten darf ich mich um 1 bewegen und im dritten darf ich mich wieder um 1 drehen. Und ich darf ja nicht anlegen, sagt es mal, genau. Ja, so daneben liegen schon. Aber daneben wenn du halt quasi da reinlegst, dann ist das als Bewegungsversuch gezählt. So, ich geb das Ding aus. Ja. Ich werde im letzten nochmal hier den rumwedeln lassen. Und so. Dann. Werd ihn dann nehmen und wir haben beim letzten Mal haben wir so schön über die Schiffe knallen ineinander gequatscht. Ja. Guck ich mal, weil ich da so rausprovozieren kann, wenn man sich hier in den Weg da reinstellt. Ja, das gibt ja auch, glaube ich, so Rammschiffe. Ja. Das sind die jetzt nicht, die sehen zart und filigran aus. Ja, wollte ich gerade sagen. Wollen das wahrscheinlich nicht unbedingt haben. Mit 2 Schilden vorne auch nicht unbedingt, aber ja. So, dann drauf gefissen, kommen wir jetzt in die Staffelphase. Genau, ne? genau. Ich habe hier meine kleinen Druidenflieger. Der hier hatte Geschwindigkeit 3, ne? Er hier hat 4. Auch 4? Er hat 4, er hat jetzt
3 hochgekrempelt und er hat auch 4. Dann fliege ich mal mit meinen Jungs hier oben hin. Einmal Hallöchen in den Chat hinein. Genau. Und dann versuche ich mal hier auf dich zu warten. Mhm. Dann bist du dran mit 2 Staffeln. Ja, deine haben Geschwindigkeit 4. Ich habe diesmal die... Nee, doch, ich habe diesmal die langsamen. Stimmt. Mhm. Ich darf ja in meine Tallies hier reingucken, nicht? Ja, klar, du darfst immer schauen, welche Manöver... Ach Quatsch, welche Kommandos du ausgewählt hast. Okay, dann wird diese Staffel hier vorne 3 nach vorne fliegen. So, noch dahin. Und die hier ebenso. Sulle. Und dann bist du schon wieder dran. Dann ziehe ich mal mit meinen Staffeln nach. Wo könnte der sich denn hier hin manövrieren? Ich versuche mal, ich parke einfach mit beiden hier. Er hier? Ja. Wir haben noch keine Ahnung. Du, wie gesagt, ich bin letztes Mal bin ich den Geschwindigkeit 2-Port geflogen. Und ich guck mal, wenn du jetzt auf 4 bleibst, stelle ich mich hier hin. Vielleicht fliegst du die ja um. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was ich da mache. Was ich ganz gut finde, ist, dass ich bei denen jede Runde mein Kommandorad neu. Ja, das ist bei so einer Geschwindigkeit echt gut. Ja. Stell dir vor, du hast so Kommandorad 3. Boah. Ach, ja. Ich muss bremsen. Ah, oh Mist, in 3 Runden. Das wäre auf jeden Fall mit der Geschwindigkeit ziemlich ärgerlich. Ja. Ja. Dann sind wir soweit rum und genau. Dann ist die Runde rum. Das heißt, wir switchen rüber zu Phase oder zu der roten Runde, genau. Und jetzt kommt Runde Nummer 2. Ja. Ups. Sehr schön. Und wir stellen unsere Kommandoräder dann wieder neu ein. Ich darf als erstes aktivieren. Ich hatte die Ini, ne? Dann muss ich wieder als erstes aktivieren. Ach, du darfst jedes Mal genau, das wird dann, mein Gott. Ich bin jetzt Spieler 1 und du bist Spieler 2. Das hatte ich gerade, verdammte Axis, das schiebt mir jetzt voll in meinen Plan rein. Ja, das haben wir genau so gemacht. Genau. Ah. Ich hatte 2 Crits, hitst du einen. Ich fange mit dem Frachter an, der gibt direkt einen Staffelbefehl. Ja. Der hat einen Staffelwert von 2. Ja. Beide sind in Reichweite. Mhm. Das heißt, ich schicke die Jungs mal direkt los. Die haben die Sonderregel KI Anti-Jäger 1. Sobald ich den halt mit einem Staffelkommando aktiviere, kriegt er einen Würfel der Farbe, die er in seinem Anti-Jäger-Pool hat. Oh, nice, dazu. Nice, nice. Ja, die haben so jetzt blau-schwarz. Ja. Und dann bekommen die jetzt gleich einen dazu. Aktiviere ich den ersten. Dann nehme ich mir einen schwarzen dazu. Mhm. Und worauf schießt er? Und ich schieße natürlich auf deine Staffel, weil ich bin jetzt mit denen gebunden. Und ich glaube, haben die sogar Eskorte? Ja, ne? Meine haben Eskorte und Schwarm. Dann muss ich die sogar angreifen und töte 3. 3 Stück. Das ist... dann bist du runter auf 2, genau. Genau, das sind nicht so wenig. Ups. Dann kommt der nächste dazu. Der stellt sich auch dahin. Mhm. Der nimmt auch einen schwarzen Würfel. Und weil jetzt aber eine Staffel von mir mit dir im Nahkampf gebunden ist. Du hast auch Schwarm, oder was? Da habe ich auch Schwarm und darf einen Würfel neu würfeln. 2 Treffer. Damit habe ich die Staffel ausgeschaltet. Damit ist der hier weg. Genau. So, jetzt darf ich mit meinem Schiffchen hier noch schießen. See. Ich habe dich in blauer Reichweite. Genau. Und ich schieße dir dann mal hier mit der Front. Schieße ich hier mit der Front in die Front. Ja, ich schieße dir mit der Front in die Front, denn ich habe auch einen Doppelschuss. Ja. Dann fange ich erst mit meinem Frontschuss an. 2 rote, ein blauer. Ja. Auf deine Front. 2 Treffer und ein kritischer Treffer vorne rein. Das ist noch nicht so schön. Nee, und wir sind auf mittlerer Reichweite. Das heißt, du kannst mich wohl einen Würfel neu werfen lassen. Ja, wir sind jetzt im neuen Regelwerk. Ich überlege jetzt gerade genau. Ausweichen ist jetzt neuerdings. In großer Reichweite negiere ich einen. In mittlerer und kurzer Reichweite darf ich einen neu würfeln lassen. Also genau. Das ist neu. Vorher war ja in kurzer Reichweite gar nichts. Und aktuelles Regelwerk, und das ist halt auch hier mit drin, das darf ich. Allerdings, der hat Umlenken, der hat Ausweichen. Ich habe aber auch ein neues Symbol. Kritischen Effekt. Eindämmen. Du verhinderst, dass der Angreifer den normalen kritischen Effekt abhandelt.
Genau. Würde jetzt mein Angriff durch deine Schilde kommen, also du würdest nichts machen und zwei meiner beiden Treffer nehmen dir die Schilde, dann kommt der dritte Schaden auf die Hülle. Genau, und genau. Weil das ein kritischer Effekt ist, heißt das, die ersten zwei erste Schadenskarte ist offen. Ich werde von der Konsularklasse einmal die Umverteilung aktivieren. Ich werde ebenso das Ausweichen aktivieren. Ja, wen soll ich neu würfeln? Obwohl, warte mal, Ausweichen ist, ich nehme nicht einen raus, ne? Ich habe kein Halbieren, ist der Mist. Ja. Das hätte ich jetzt mit dabei. Pass auf, aber du würfelst mal bitte dann, mal gucken hier. Würfel mal den roten neu. Den roten, welchen? Den kritischen? Den Crit, ja, sicher. Da habe ich eine Zielerfassung. Die bringt mir jetzt nichts, du hast ja schon ausgegeben. Genau. Ich könnte noch den Crit-Effekt hier vorne negieren, aber da jetzt keiner mehr da ist. Den hast du ja quasi, den hast du negiert. Okay, dann bekomme ich vorne eins abgezogen. Ups, in die Richtung drehen. Und werde einen hier zur Seite umlenken. Dann bist du mit deiner zweiten Seite. Schuss, der hat nur links einen blauen Würfel. Jo. Ein kritischer Effekt. Ein kritischer Effekt, ja, der fliegt halt, da kann ich nicht völlig marken. Das heißt, er fliegt einfach da vorne in die Front in rein. Die Front ins Schild rein. So, und dann darf ich mich noch bewegen mit meinen Zweien. Das war wieder, genau, beide kann ich knicken. Das wird dem gleich wehtun, dem Transporter, aber egal. Ich habe eine Eröffnungssalbe abfeuern können. So, und stehe ich hier. Ja. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Und zwar, ich kann von dem die beiden Punkte, ohne dass ich... Wenn du die verbinden kannst, kannst du mir da in den Popo schießen, ja. Sauber. Und bei dem kann ich nicht in den Popo schießen, sondern da nur in die Seite. Ich glaube, hier Seite... Ach, Kikes. Ja. Wie krass ist das denn? Der hat ja mal einen Megawinkel. Ja, die haben quasi die imperialen Frontwinkel, ist diese ja weit Wahnsinn. Nach hinten gelegten. Ja. Ist ja der Wahnsinn. Ich würde einfach mal starten wollen mit dem Schiff hier vorne. Mhm. Oh, ja. Der ist, in roter Reichweite. Roter Reichweite, genau. Ich schiebe hier munter in der Gegend um. Zu dem auch. Also ist das schon ziemlich egal. Dann nehme ich mir hier mal eben das oberste Rädchen. Da haben wir es. Das ist einmal Navigieren, genau. Und da werde ich auch die Navigation benutzen, um allerdings auch nur wieder um meine Knickrate zu verbessern. Der Vierer, den hast du da liegen. Ja, genau. Bevor ich das allerdings mache, darf er logischerweise schießen. Ja. Und ich bin jetzt gerade am gucken. Also ich kriege von hier den hin, ohne dass ich durch die Line durchziehe. Ja, warte, ich leg mal hier an. Siehst du? Ups. Ja. Ja, berührt sich nicht. Das heißt, ich habe beide Winkel, aus denen ich da reinschießen kann. Ich würfel einfach alle vier roten zusammen, da ich eh... Obwohl, nee. Ich muss sie nacheinander machen. Ja, weil ich muss ja quasi zwei Angriffe verteidigen. Richtig. Für die Marker ist das ja eine ganz wichtige Kiste. Das heißt, es kommen die roten von der Front. Du schießt auf die große, dicke Fregatte, ne? Ich schieße auf deine große, dicke Fregatte, genau. Und zwar vorne rein. Ja. Ich dürfte dir jetzt einen negieren. Und zwar werde ich dir negieren... Ich möchte nicht, dass du dieses neue Spray-Symbol da benutzt. Das Zurückschießen. Genau, richtig. Vielleicht kannst du einmal... Die Salve. Also dieser Token hier... Achso, hatte ich da gerade. Genau. Genau, da. Dieser Token hier, das ist der Salve-Token. Ja. Das heißt, wenn du den als Verteidigungswürfelmarker ausgibst, darfst du mit deiner Heckbewaffnung... Mit der Heckbewaffnung? Ja, das ist dann die sogenannte Salvenbewaffnung, zurückschießen auf den Angreifer. Ach, ich dachte, Heckbewaffnung. Ach so, ja, genau. Also ich darf da mit zwei roten Würfeln auf dich schießen, aber aus dem Frontfeuerwinkel quasi. Richtig, und das fände ich jetzt nicht so schön. Salve gegen ein Schiff, durch,
Führe einen Angriff gegen die angreifende Höhlensektion durch und verwende dabei die aufgedruckte Hexe. Ja, genau. Also das wäre unschön, das möchte ich nicht. Und dann bekommst du einen Crit. Und so eine Crit geht in dein Schild. In mein Schild. Vorne. Ich werde das... Habe ich vorne 4. Mhm. Ja, komm, das schlucke ich jetzt erstmal hier. Ja. Krass, ey, 4 Schilde vorne. Ja. Ich bin ein Sternzerstörer. Der hat, ist auch der Langsame. Ja. Ist, prinzipiell auch, oder ist der, ist das der dicke Report? Ja, ist der dicke Report von uns beiden. Du hast, vorne haben wir zwar beide 4. Ja. Aber an der Seite hast du ein 3 Schilde noch, genau. So, und dann kommt jetzt die Seitenbatterie. Das ist ein Crit und sonst nichts. Ich darf auch nichts neu würfeln oder ähnliches. Den einen Crit beantworte ich mit einer Salve. Ja. Das heißt, ich stecke den auch vorne ein. Ja. Und schieße dann auf deine Front zurück. Sie. Mit einem Crit. Jo, jo. Was soll ich da machen, ne? Da. So, dann hast du da auch nur noch ein genau. Schild. Da komme ich vorne rein. Warte, kann ich da nicht was machen? Du könntest auch verteidigen. Ich könnte auch verteidigen, ja. Ich könnte auch ausweichen, ne? Ja. Dann mache ich das. Ich weiche aus. Dann negierst du den. Und negier den, weil der auf Reihe ja. Weite rot ist. Genau, ja. Alles klar. Dann machen wir das doch so. Dann ist er jetzt hier mit der Bewegung dran. Und wie gesagt, ich darf einen mehr knicken. Ja. Und möchte gerne auf Reichweite 4 bleiben. Das heißt, ich darf das erste darf ich um 1 knicken, das zweite um nix. Das und dann wieder jeweils einmal. Dritte um 1, genau. Und ich glaube, ich nehme den hier schon und knicke den um 2 als Bonus. Und ich darf ja irgendwo aufs Feld legen, nicht? Ja. So kämst du wahrscheinlich an mir vorbei, ja. Aha. Und würde den hier dann noch einmal so rumlegen, also so rumknicken. Ja. Weil ich sonst ein bisschen Angst hätte, wenn ich den weiter knicke, dass ich dann mit meinem Allerwertesten bei dir in der Base drin sitze. Und ja, guck so. Mal, das passt doch. Ja. So, lieg's an, genau. Ganz knapp vor mir zu stehen gekommen. Aber blöd, hallo, ich meine, schön zum dann doch noch Regeln zeigen. Ja. Jetzt kommt Deckung gleich, weil ich mit meinem durch deinen Pod durchschießen muss. Also ja. Mit meinem durch, mal an meinem vorbei in deinen Pod reinschießen muss. Ja. Und eventuell fliegst du deinen eigenen Pod um. Ja, das und ist noch ein... dir dann noch Schaden. Das ist ein anderes Thema, was gleich auch noch passieren könnte. Das ist richtig. Aber ja. Erstmal werde ich wegfliegen. Und werde ein Feuer konzentrieren, offenbaren. Ja. Ich habe da die falsche Kamera gehabt. Das heißt, ich werde dieses Kommando direkt bei meinem ersten Schuss ausgeben. Hallo nochmal, moin in den Chat. Ja. Und schieße dir mit 4 roten Würfeln von der Seite in die Front. Eventuell hat sich das dann auch schon mit Deckung und ich fliege mal rein. Ja. Oh. Ah, diesmal nicht gut. Hätte ich doch lieber den Token genommen. Aber ich werde dein Umlenken blockieren. Mit der Zielerfassung. Ja. Okay. Dein Ausweichen ist ja schon rot. Mein Umlenken oder mein... Deine Schilde umlenken. Das hat er ja schon ausgegeben. Ach, er ist das hier. Genau. Ja. Gut, dann darf ich nicht umlenken. Ja, dann in die Front hast du reingesägt, ne? Dann verlierst du da beide Schilde. Da war noch keins raus? Ah, nee, genau. Nee, ich ja genau, du hattest ja, mit dem Ausweichen negiert. Ja, dann habe ich vorne 0. So, dann schieße ich mit meiner Front in deine Seite. Ja. So. Oh, soll ich einen Würfel fallen lassen? So. Von der Front in die Seite. Das sind 2 rote, 2 blaue Würfel. Boah. Krass, wieso würfel ich denn heute mit den Kanonenwürfeln Alter, die Zielerfassung? Alter. Dann werde ich dein Umlenken wieder blockieren. Du hast mir in die Front, nein, in die Seite. Nee, in die Seite. Front geht nicht. Ja, dann habe ich hier vorne an der Seite, hatte ich mal 2 Schilde, jetzt habe ich jetzt da nur noch 0. Jetzt hast du 0 und dann wird ein Schaden auf offen dir zugeteilt. Denn würde, ich habe, genau. Wenn du jetzt den kritischen Effekt nicht verhinderst. Den werde ich verhindern. Dann bekommst du eine verdeckte Schadenskarte. Ja. Genau. Zack. Das heißt, ich habe einen Damage schon drauf, der hat 4 Lebenspunkte nur. Das heißt, dann hat er nur noch 3. Mhm. So, dann darf mein dicker Pott fliegen. Mit Geschwindigkeit 2 habe ich einen Knick und 2 Knicke oben. Mhm. Mhm.
Ja, das passt. Ich lege es hier quasi an per Luftlinie. Mhm. Dann steht der Pott hier. Jo. So, und dann bist du wieder an der Reihe. Damit ist der fertig, ne? Dann würde ich doch mal denken, dann macht das sicherlich Sinn, wenn ich als nächstes... Ne, der hat schon von dir, ne? Der hatte schon, genau. Der hatte schon. Dann ist der safe. Dann werde ich ihn hier aktivieren. Ja. Ihmchen, und Ihmchen wird halt ranzen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Denn er ist in Reichweite. Und er ist auch in Reichweite Short, oder? Ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht, ne. Der eine Knick hat mich gerettet. Ja, der eine Knick hat dich gerettet. Dann schieß mein Frontfeuerwinkel hier vorne. Mal gucken. Da kommst du, glaube ich, durch meine... du kommst, warte, oder? Jetzt bist du auf mir, ja. Ne, passt. Ja, dann schieße ich... Achso, genau, was hatte ich überhaupt hier, ne? Was haben wir denn da? Wir haben da ein zusätzlicher Würfel. Und dann schieße ich von der... Genau, hier von der Front quasi... Front in deine Front rein. In meine. Das heißt, du bist bis auf schwarz hast du alle Würfel zur Verfügung. Genau. Dann habe ich da drei rote mit der Front und ich werde einen zusätzlichen blauen Würfel nehmen. Ja, du hast drei rote, einen blauen und dann nimmst du einen zweiten blauen. Alles klar, jetzt habe ich dich verstanden. Ja. Ba-ba-ba-bam. Na, zum Glück darf ich neu würfeln. Du hast einen Würfel dazu genommen. Das ist das Kommandorad ausgeben. Wenn du einen Token ausgibst, darfst du einen Würfel neu würfeln. Also du hättest einen Feuer. Ich hatte immer im Kopf, dass wenn ich das... Hatte ich früher auch immer andersrum. Aber das Kommandorad ist einen Würfel hinzufügen, weil das ja stärker ist. Ja, ist richtig. Ja potenziell mehr Schaden. Und der Reroll ist der Feuertoken. Ist nicht entweder oder. Okay, nee, dann haben wir trotzdem, wir haben drei Treffer mit zwei Kills dabei. Genau, und eine Zielerfassung. Und eine Zielerfassung, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich schieße dir in deine Front rein, da hast du nur noch zwei Schilde. Ja. Ich möchte, dass du den Halbierenmarker nicht nehmen darfst. Ja, dann lenke ich um. Mhm. Du hast drei Schaden. Ja. Den stecke ich mir dann... Hier in die Seite zwei und einen in die Front. Okay. Dann kommt noch als nächstes meine Seite um die Ecke. Mhm. Wobei ich könnte auch mit der anderen Seite, aber da habe ich nur eine Staffel, das ist Quatsch. Ja, du hast mit der Front hättest beide Staffeln abschießen können. Genau, genau. Aber dann nehme ich lieber deinen dicken Pott, der schießt auch wieder in die Front rein. Und der macht nochmal zwei Treffer. Die halbiere ich auf einen. Genau. Und dann habe ich dann null Schilde. Ja, das ist doch schon mal ein Plan. So. Da ist doch schon mal ganz gut. Jetzt habe ich allerdings Geschwindigkeit 3. Ja, bei Geschwindigkeit 3 darf ich ausschließlich... In der Mitte dürftest du, glaube ich, lenken, ne? Ich darf hier bei 0, bei 1 darf ich nicht lenken. Doch, ich darf bei... Ne, bei 2 darf ich lenken. Hier, gut. Und du stammst nach 3 rüber. Das wird ein knappes Ding, ey. So, und zwar... Ups, wenn ich den eben fest. Ja. Ne, wenn ich den so hinstelle, ja, dann würde ich in meinem drin sein. Das heißt, ich muss bis nach hierhin durch. Das heißt, die Staffel ist halt durch. Da verdrängst meine Staffel, genau. Die eine, die kannst du gleich neu stellen. Und dann bekommen beide von denen einmal ein Damage. Das war natürlich ein absoluter Hero-Move hier. Also der war ja großartig. Das Schiff, was eh schon auf den Sack bekommen hat, hat nochmal einen hinterherbekommen und meinem Ding tünke ich auch direkt einen rein. Punk. Also da ist dann wirklich diese neue Zusammenstellung hier doch etwas, da muss man besser planen. Ja, da kommt jetzt die Geschwindigkeit. Ne? Da war es durchaus einfacher. Und beißt die in den Po. Ja, das war durchaus eher einfach. Vor allem, ich bin nahezu stehen geblieben. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja. Ein Klick nach vorne hin. Ja, ja, Klock. Dann darfst du das Schiff meinen Frachter aktivieren. Genau. Ich aktiviere hier auch einen Staffelbefehl. Ja. Und aktiviere dann hier meine kleinen Droidenfighter. Die fliegen jetzt erstmal, was haben die? Oh, die haben rote Würfel, wenn sie große Raumschiffe angreifen. Das heißt, ja. Wir fliegen mal direkt hier zu dem... Ja. Zu der kleinen Korvette. Und dann schieße ich mal auf die Korvette mit einem roten Würfel. Ich bin aber kein Bomber, Kritz zählen nicht. Einen Schaden auf die Seite. Ah, einen Schaden auf die Seite. Da machst du nicht so Fülle hier gerade. Also ich mache nicht so Fülle. Oh,
Ich mache da so gar nicht Völle. Ich ziehe da einfach nur eine Karte. Das ist dann schon Schaden Nummer 3. Oh! Dann kommt der zweite. Der greift den auch an. Und jetzt lernst du die Zerbrechlichkeit von Korvetten. Nicht. Siehst du wohl. Nächster. Aber genau, Schwarm ist halt nur, wenn ich mit einer Staffel im Nahkampf bin. Das heißt, ich darf nicht nochmal würfeln. Aber jetzt darf mein Frachter selber schießen. Ja, die Seite hat dich nicht in Reichweite. Die Front hat dich aber in roter Reichweite. Ja. Und ich kann auch beide gelben Punkte verbinden. Das heißt, ich schieße mit zwei roten Würfeln auf die Seite von deiner Korvette. Genau. Ist da nicht jetzt Deckung, weil du durch deine Base durch musst? Weil ich jetzt durch mein Schiff durchschieße, hast du recht, muss ich einen Würfel entfernen. Ah, okay. Das ist bei Rot dann egal, weil... Ja. Ne, nichts. Sauber, sauber, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und sonst kann ich auf nichts anderes schießen. Nee. Das heißt, ich darf fliegen. Dann fliege ich mit Geschwindigkeit 3. Und nee, da hatte ich meinen NAV-Token nicht gesaved. Den hatte ich fürs Lenken, hatte ich das, den Befehl ausgegeben. Das heißt, ich kann 2 unten knicken jeweils einmal und den letzten Glied kann ich nicht knicken. Einmal kurze Info oder beziehungsweise nochmal durchgesagt. Ist das die neue Version von Armada? Ja, wir spielen hier gerade die beiden neuen Starterboxen der Separatistenallianz gegen die Galaktische Republik. Diesmal auch ohne, dass ich eine Allianz groß gemacht habe. Die zocken wir uns zwar in der kompletten Basiskonfiguration, um einfach ins Spielsystem reinzukommen. Der Jan Bernd hat da nicht so die Probleme, ich wohl hier. Da machst du auch Das ist das nächste Problem. Die Schilde zählen bei so Flugmanövern nämlich auch zur Base. Ja. Das heißt, ich habe mich hier um wirklich nur das Schildrad verschätzt. Ja. Das heißt, der wird einen zurückgesetzt. Weg. Ne? Ja. Und ich bekomme auch jeweils eine Schadenskarte. Na cool. Bei beiden Fliegern. wollte gerade sagen, wie versiert du doch hier noch fliegst und machst dann das gleiche. Es passiert. Aber nicht so klein. Ja. Beziehungsweise bei dir in einem deutlich kleineren Rahmen, als ich fliege einfach dumpf in mein Schiff rein. Ja. Dann ist noch hier vorne die kleine Konsularklasse am Start. Ja. Die bekam von mir auch ein Ballertoken, denn Schiersen ist immer schöner als nicht Schiersen. Und da werde ich mal gucken. Ich glaube aber, dadurch, dass du dich jetzt bewegt hast, oder nicht? Guck mal. Ja, du kannst die noch verbinden. Ja, ich kann dir da hinten noch ins Heck und, rein. Und wir kommen uns in die nicht verlängerten Linien kommen wir nicht rein. Das passt also. Ja. Und der könnte auch prinzipiell da reinschießen. Allerdings könnte ich mit dem auch die beiden Staffeln. Mit dem linken Feuerwinkel die beiden Staffeln beschießen. Genau, ne? Obwohl? Ja, obwohl Staffel habe ich nur schwarz. Nee, da ist die nicht mehr drin, die Staffel, glaube ich. Muss die komplett drin sein. Also die ist auf jeden Fall halb drin. Ich bin mit meiner Hand im Weg. Halb ist sie drin, aber ich habe nur schwarz als Reichweite. Und das heißt, schwarze Reichweite ist genau, sind nur die. Gut, dann fangen wir doch erstmal hier an und zwar von vorne. Zwei rote, das hier ein haut, blauer. Guck mal, das hier haut sogar hier hin. Genau, ja. Ja, das ginge sogar auch. In deine Seite mit zwei roten und mit zwei blauen. Einfach, wer kann, der kann. Daka. Oh, das ist doch schön, das ist doch schön. Oh ja, 3 Treffer so, und eine Zielerfassung. Was hast du denn da an der Seite? Ich habe Halbieren, Umlenken und Ausweichen zur Verteidigung. Und an der Seite habe ich einen Schild. Ja, dann ist Halbieren raus bei dir. Halbieren ist raus, dann lenke ich um direkt. Ja. Und zwar in meine Front. Du hast 3 Schaden gemacht. Genau. Ne? Das heißt, ich kassiere mal direkt die 3 in die Front. Muss ich jetzt so akzeptieren. Okay, dann ist noch meine Seite dran. Angriff, genau. Dann nehme ich meine Seite und schieße ebenfalls in deine Seite rein. Das sind 2 rote Würfel. Die blauen weg. Genau. Oh, das ist da kannst du halbieren, genau, da kann ich nichts machen. Und du darfst einen neu würfeln. Ich hoffe, kein Doppeldamage. In den Schild rein. Aber kommt aufs Gleiche raus. Ja. Ja. Ja, das kommt aufs Gleiche raus, das ist gut. Okay, dann ist mein Rumgeschirrster ist da vorne fertig. Der
darf jetzt noch Port hat auch Hackengas genau, geben. Der hat auch immer noch 4 als Geschwindigkeit, aber das ist okay, das ist vollkommen okay. Ich darf Tick 1 nehmen, ich darf bei beziehungsweise darf den ersten, ich darf den dritten und ich darf den vierten ticken. So. Und dann fliege ich doch hier einmal so einen entspannten Bogen. Ja. Fliegst du einmal um mich rum. Genau. Fang mich doch, fang mich doch. Ja. Ja, muss ich ja. So. Nicht. Ich will dich jetzt gerade, ich darf mein Token ausgeben, um meine Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu senken. Ja, jetzt ist meine Frage, wenn ich beim nächsten Mal die senke durch den Marker und ich dann kann ich den Token ausgeben, um noch eins zu senken? Ja. Das kann ich. Das du ist kannst quasi so zwei Geschwindigkeitsstufen verändern. Okay, das ist wunderbar. Dann sind wir jetzt schon durch mit den Schiffsaktivierungen. Genau, und dann kommen die Staffeln. Da kommen die Staffeln schon dran. Und das geht auch ganz schnell. Ich habe meine alle schon aktiviert, das heißt, deine 3 Staffeln sind dran. Oh, stimmt. Richtig, hasse. Genau. das ist ja vollkommen richtig. Dann fliege ich mit der Staffel hier vorne einfach die 3 weit, da. 3 weit bis nach hierhin. Ja, um meine Staffel zu binden, ne? Um die Staffel, ja, die Staffel ist ja sowieso gebunden durch die hier, weil die sind in Reichweite 1. Ah ja, dann aber können als die zweite, ja schon schiassen. Genau, als zweite Staffel aktiviere ich die hier. Und jetzt triggert auf jeden Fall Schwarm, was ich ganz gut finde. Und die haben gegen normale Staffeln 2 rote, 2 blaue und einen roten. Hui. Was ich mal nicht schlecht finde. Oh ja, das ist echt gut. Mit Schwarm dabei. Und Schwarm ist gut. Schwarm darf ich einen nachholen. Ja. Ja. Das heißt, bislang einen Schwarm. Ha, Glück gehabt. Verdammt. Denn ich bin echt fragil mit nur 3 Lebenspunkten. Ja. Hallöchen, Araut. So. Dammtags. Glück und Unglück. Das war jetzt nicht mein Plan. Ja, dann habe ich an sich nur noch ihn hier. Ja, der war bei vollem Health. Dürfen wir nicht vergessen, sonst. Mache ich dann gleich Vorteil. Bei. Ja. So, ich fliege quasi bis hier vorn rüber. So. Und drehe den dann nochmal eben auf volle Lebenspunkte hoch. Also haben prinzipiell sowieso ja alle volle Lebenspunkte. Ja. Auch der hier. Hat auch noch sein Rad. Ups. Da stand er so. Heppa. Genau. Okay. So. Dann ist damit allerdings auch schon Runde 2 rum. Genau, und dann ist die Runde wieder blau. Und es Runde kommt drei Runde blau. Nummer 3. Fange ich an und zwar fange ich an mit. Ich fange mit dem an. Mit dem Frachter gibt nochmal einen Staffelbefehl aus. Ja. Aktiviere die beiden Staffeln, die da an dem an der Korvette kleben. Das heißt, die erste Staffel schießt mal auf die Seite. Ne? Nichts. Und die zweite Staffel schießt mal auf die Seite. Oh, wieder nichts. Gott, hab ich ein Pech. Hei. Krass, dass ich heute so oft mit den roten Würfeln Zielerfassung würfel. Ja. Dann heißt, muss ich einen verdeckten Schuss versuchen? Ja. Auf deine Seite auch? Müsste es bis in Reichweite blau denken. In der Reichweite blau, ja. Ja. Das wollte ich nur eben geguckt haben. Das auf jeden Fall. 3 Würfelchen. Einer allerdings raus. Genau. Ich überlege gerade, welchen ich nehme. Darfst du auswählen wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Deswegen überlege ich. Weil beim Blauen gibt es halt keine Fehlseiten. Ich nehme einen roten raus. Ah, okay. Ein Treffer. Einen auf deine Seite. Auf die Seite warst du, ne? Hier, genau. Und du hast ja noch all deine Token. Ja, dann darf ich eine Runde umlenken. Ja. Was, denke ich, auch gerade ein bisschen Sinn. Kannst du dir auf deinen Po noch umlenken? Da hast du nur ein Schild vor, da hast du nämlich auch keins mehr. Ich habe da, aber du bist blau, ne? Mhm. Obwohl, das hat nichts. Wenn ich jetzt neu würfeln lasse, dann, nee, machen wir hier. Dann neu würfeln und so, das muss ich mir mal aufheben. Zack. So. Ja. Im zweiten Schusswinkel habe ich dich nicht. Nee. Und die auch nicht. Nee. Das heißt, ich muss fliegen, habe Geschwindigkeit 3. Ja. Und das wird jetzt spannend. Kann 2 knicken
und zum Schluss gar nicht. Ich kann auch einfach durch dich durchfliegen. Mich durchfliegen, so. Nö. Ich glaube nicht. Ich glaube, da stellst du dich noch auf den Pop. Ja, da würde ich mich nämlich selber noch ein bisschen rammen. Ja. So. Aber so ramme ich mich nicht. Are you sure? Ich glaube, das ist ein ziemlich closes Ding. Pass mal auf. Ich pass mal auf. So, du hast Geschwindigkeit 3 oder was? Ja, ich verdränge nämlich nur deine, ja. deine Staffel, die du da gut, nee, bei, genau, darfst. Genau. Bei 3 definitiv da. Das passt auf jeden Fall noch. Safe. Ich darf mich jetzt hier drumherum bewegen, nicht? Genau, du darfst den Base-Kontakt irgendwo deine Staffel hinstellen. Wollen wir mal gucken hier und damit habe ich die Staffel gebunden. Ja, musste nur noch berühren. Ja. Okay. Genau, dann bist du dran. Ich bin dran und ich hätte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass ich den Port hier vorne noch aktivieren darf. Ich wollte den mit den Staffeln wegschießen, damit ich die Feuerkraft für was anderes benutzen kann. Da hätte ich volle Kanne nicht mehr mit gerechnet. Jetzt darf ich aber und ich habe dem einmal hier Schießen gegeben. Ne, auf seine letzten Zügelskiss, da versucht er jetzt nochmal tüchtig einen loszumachen. Und ich werde mit dem, zuerst mit dem Heck. Das ist jetzt natürlich ein Ding. Kriege ich da einen großen Pott, der sieht so unangekratzt aus. Ich weiß auch nicht. Ah doch, der hat vorne hat der 0. Die Front ist auf 0. Die Front ist auf 0. Die kriegst du auf jeden Fall nicht. Nee, aber dann werde ich mit dem Heck auf die Seite schießen und werde mir da einen zusätzlichen blauen Würfel über meinen Marker nehmen. Ach, über mein. Über dein Kommandorad. Über mein Kommandorad nehmen, genau. Drei Stück, einer davon ist ein Crit. Ich schieße auf jeden Fall einmal zurück. Ja. Halbiere das auf 2. Ja. Und dann lenke ich die Schose nach hinten um. Ach, hinten hast du noch. Hinten habe ich noch Schilde, ja. 2 Stück oder was? Ja, und dann bin ich hinten bei 0. Die Seite ist noch jungfräulich. Und ich schieße direkt mit 2 roten Würfeln zurück auf deine... womit hast du geschossen? Mit dem Heck, Dem Heck, genau. Ja. Beide Seiten sind ohne Schilde. Ein Schaden kommt auf dein Heck. Ist ein kritischer. Ist ein kritischer. Dann werde ich den hier doch, den kritischen, da schmeiße ich meinen roten aber komplett ab. Ja. Weil, Ach so, du hast dann gerade, hast du für die 8 ausgegeben. Hä? Dann musst du einmal nur die Zahl auf die andere Karte legen. Du hast quasi... Ach so, hier, genau, ja. So drehe ich rum. Dann werde ich den jetzt abschmeißen. Ja. Denn ob der jetzt mir... noch Schilder. Genau, ob der mir jetzt um die Ohren fliegt oder ob ich den Marker anschließend nicht mehr brauche. Da kann ich besser den Marker liefern als den kompletten Flieger. Das wäre nämlich der letzte Damage gewesen. Okay, dann darf er nochmal. Ja. Und dann wird er als nächstes. Let me see. Der hat an der Seite einen, der da einen. Ich habe Angst, dass du nochmal gegenfeuerst. Mhm. Fände ich jetzt nicht so geil. Das heißt, ich werde aus der Front in deine Front von ihm hier schießen. Ja. Das sind 2 rote, ein blauer. Die der Kahn. Und vorne, genau, vorne war ich ohne Schilde. Vorne bist du ohne Schilde, links und rechts hast du ein Schild. Quasi wie in der Basiskonfiguration. Yes, was ist das denn? Da hab ich Glück. Und das ist du warst auf mittlerer Reichweite. Ich war auf blau. Dann lenke ich um auf. Auf die Seite? Auf die Seite. Anders geht's nicht. Genau. Dann hast du damit quasi keine Schilde mehr. Genau, nur noch hinten eins. Ja. Ja. Ich darf navigieren. Der hat 2. Du hast mir hier hinten eigentlich noch keinen Schaden gemacht. Ne? Und an der Seite hatte ich auch hinten nicht weiß nicht, ob du von dem schon einen bekommen dann hast. Dann lasse ich das auf 1, weil ich das auch nicht mehr weiß. Bin ich mir nicht sicher. So, Reichweite 3 habe ich auf jeden Fall. Ja. Und mit Reichweite 3 darf ich mich in jedem Klick einmal drehen oder ähnliches. Ach, hast du den auf... Den hatte ich auf 3 reduziert. Nee, gar nicht, der ist auf 4. Genau, stimmt. Die stehen nämlich beide noch auf 4. Der ist auf 4. Ah, da habe ich jetzt auch den richtigen. Dann darf ich 1 nehmen, ich darf mich in 2 nicht bewegen, in 3 darf ich und in 4 darf ich. Das heißt, wenn ich dann so machen würde... Ja, müsste passen. Dann musst du nur an der anderen Seite anlegen, weil du ja hier das Manöverrad überschneiden würdest.
Dann stellt er sich nämlich einmal hier hin. Ja. Und ich darf ja durch meine Schiffe durchfliegen. Ich darf nur nicht anschließend darauf fahren. Genau, du darfst dich nur nicht überschneiden. Ja. Genau, genau. Hallöchen, Dark Alistair. Herzlichen Dank fürs Abo. Dann so. Bist du schon wieder dran. Genau. Und das Schiff da vorne ist auf jeden Fall durch. Dann aktiviere ich mal meinen Kanye, bevor der den Geist aufgibt. Dass das Ding noch überlebt. Das ist so krass, ey. Ich hatte gehofft, dass die Staffeln den zerschießen. Ja. Potenziell hätte ich viel Schaden machen können. Ja, aber, das ist richtig. Aber ich gebe erstmal meine 3 Technikpunkte aus, um mir vorne noch ein Schildchen hinzuladen. Ja. Damit ich nicht ganz so nackig bin. Und dann werde ich mit meiner Front in deine Front reinschießen vom Akklamator da. Jo. Das sind 2 rote, ein blauer, 3 Treffer. Oh, dein Dickerpott war auch noch nicht dran. Ne? Nee, der war auch noch nicht dran. Das ist auch ein Ärgernis. In die Front, 3 Treffer. Mhm. Dann möchte ich als erstes einmal Reaktion. Ja. Gegen Geballer machen. Bist auch in blauer Reichweite. Bin ich denn nur in blauer Reichweite? Blau und rot. Ich bin auch. Du musst ja mit deiner Heckbewaffnung. Ach, mit der Heckbewaffnung schießen. Ja, ja, vollkommen richtig, ja. Das wäre sonst echt ein krasser Ton. Ja, also, dann schieße ich einmal zurück. Ist einer, damit ist das Schild einer, weg. Ja. Genau. Oder? Nee, ich kann es nicht umlenken, weil ich habe ja. Und würfeln, rerollen lasse ich dich lieber nicht. Ja, dann habe ich immer noch 3 Momente, die ich da bekomme. Und in Anbetracht, dass dein dicker Pot noch nicht dran war, der mehr Damage hatte, werde ich dann diese 3 durchaus mal da nehmen. Vorne, weil da hat er noch nichts. Ja, genau, heißt, da hast du dann noch ein da Schild bin ich über. Dann auf ein Schild über, genau. Ja. Mein zweiter Schuss ist dann. Geht das in dein Heck? Naja. Nee, ich habe dich in blauer Reichweite, kann aber nur in die Seite schießen. Ja. Das heißt, ein Würfelchen schießt in deine Schildseite von der Korvette. Ein kritischer Treffer. Ja, das ist mir prinzipiell in den Wumpe. Schild. Genau, der geht in den Schild rein. Dann zack, ist es drin. Dann darf ich mich noch bewegen. Ich bewege mich 2. Da dürfte ich jeweils einmal knicken. Ey, der ist nur noch auf 2 runter, oder was? Der ist auf 2. Krasses Ding. Und dann wird er sich quasi hier neben dich stellen. Dann verdränge ich damit sofort die Staffeln. Ja. Aber ich ramme mich nicht an dir kaputt. Ja. Ah, doch. Schild liegt auf Schild. Okay. Das heißt, das geht heißt ich muss hier wieder anlegen und mich einen zurückschieben. Ja. Wir beide kriegen einen Schaden. Super. Jetzt läuft, könnte ey. Der findige Spieler sagen, Moment, da ist was an den Regeln geändert. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Ich glaube aber, dass es geblieben ist. Man hat nämlich das so gemacht, dass so Flottillen, die ganz kleinen Schiffe, die auf einer kleinen Base sind, wenn die was rammen, machen die keinen Schaden mehr. Okay. Weil früher gab es findige Spieler, die dann dich totgerammt haben mit billigen Sachen. Aber ich habe mir jetzt einen genommen. Genau, ich du nehme nimmst auch dir einen. Genau. Das heißt, jedes meiner Schiffe hat einen Damage. Und dann bin bist ich da du wieder dran. Ne? Mit entweder der Korvette oder Akklamator. Ich werde natürlich ihn hier nehmen. Ja. Denn ich möchte sicher gehen, dass ich aus deinem Schusswinkel 2 rot, 2 blau rauskomme. Das ist durchaus eine gute Idee. Genau, genau. Und habe allerdings dem den Staffelbefehl zunächst erst einmal mitgegeben. Und du hast hier vorne 2 Staffeln, die schon aktiviert wurden. Mhm. Und ich habe hier welche, na gut, da bringt jetzt Bewegung. Die beide sind jetzt gebunden leider. Genau, genau. Das heißt, ich werde trotzdem versuchen, zuerst, also ich werde den hier aktivieren und werde damit auf ihn hier schießen. Du hattest, glaube ich, 2 Blau, 1 Rot. Blau, 1 Rot. Genau, mit Schwarm dabei. Ui, ich brauche keinen Schwarm, denn deine Staffel hat nur einen Lebenspunkt. Genau, du hast sie komplett, nee, die hatte noch 2, aber du hast sie halt komplett entsorgt. Genau, hat nur 3 Lebenspunkte, genau, so meine ich, genau. Dann würde ich als, hier sind alle in Ballerreichweite. Ja. Alle in gebundener Reichweite. Dann schießt sie als nächstes mit der Staffel hier vorne.
Ja, auf die Vulture da hinten. Auf die, genau. Und habe auch Schwarm, weil die ja quasi supporten. Genau, bei die sind auch noch in den Kampf gebunden. Aber genau, die sind auf jeden Fall mit drin. Einmal das gleiche Spell. 3 Schadenspunkte halten die aus, maximal. Und das ist nicht so gut. Darfst aber rerollen einen Würfel wegen Schwarm? Ja, das ist richtig. Der macht mehr Schaden potenziell, ja. Nix. Nicht. Mäh, so ein Ärgernis. Aber dann kommen wir jetzt zum Essentiellen, nämlich zum dicken Pott. Hat der nur Staffel 2? Oder hat der Staffel 3? Ich glaube 3. Der hat sogar 3. Du kannst mit der anderen Staffel auch noch ballern. Danke dir. Dann aber warte kurz, ist die rote... Ne, die ist blau, sorry. Du hast rote Flieger, deswegen dachte ich gerade, die waren schon aktiviert. Nein. Guten Morgen, Jan Bernd. So, auch mit Staffel, ich darf einen neu würfeln. Ja. Ah, da überlebt er mit einem Lebenspunkt. Mit einem Lebenspunkt. Es ist der Wahnsinn. Hängt er da immer noch am Akklamator. Ja. So, denn wollen wir doch mal gucken. Du hast hier an der Seite 3. Ja. Du hast da 0, du hast da 1. Dann werde ich mit meiner Seite, und ich bin jetzt in Reichweite schwarz mittlerweile, ich werde mit der Seite in deine Seite schießen. Mhm. Möchte ich in deine Seite schießen? Nö, ich schieße in deine Front logischerweise rein. Natürlich, warum sollte ich in deine Seite schießen? Müsste auch noch passen, ne? Ja. Warte kurz. Da ist deine gelbe Linie, da ist meine. Ja, ja. Schneidet nix. Genau. Dann gibt es da jetzt 2 rote und einen schwarzen Würfel rein. Denn wenn du schon umlegen möchtest, dann doch mal richtig. Boah, ui, 4 Stück. Tiffy, da geht ja ab die Post. Erstmal verbrenne ich dann mein Halbieren. Ja. Dass das nur noch 2 sind. Ja, ja. Dann verbrenne ich auch noch mein Umlenken. Wie viel Hülle habe ich? 6 Hülle. Ja. Ja, komm, ich verbrenne mein Umlenken. Ja. Und lenk dann deine 2 Schaden in meine Seite. Das heißt, da kommt kein kritischer Schaden durch. Ja. Aber das war ja mal ein schöner Auftakt, denn jetzt schießt meine Front. Auch noch. Ja, da muss man einmal gucken. Die wird wahrscheinlich, nee, die kann auf jeden Fall nicht in die Seite, sondern die kann in die Front, sondern die kann in die Seite rein. Aber die Seite ist ja jetzt gut angeknuspert. Und da habe ich 2 schwarze Würfel, 1 blauen Würfel. Und 3 rote. Und 3 rote Würfel. Eine richtige schöne Sternzerstörer-Batterie. Ja. Da geht mal so richtig ab. Da geht so richtig was ab. Ja, da bin ich doch sehr zufrieden mit. Das ist ja frech. 6 Schaden. Und du kannst Schaden. Noch meinen letzten Verteidigungstoken Du hast 3 Crits, ne? Ja, und ich habe nur noch zurückschießen als Token. Ach, die anderen Token, die hast schon alle weg? Die habe ich gerade verbrannt. Der ist komplett verbrannt, ja. In der Hoffnung, dass das nicht passiert. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ist das der war's. Hier genau, gesperrt? Zurückschießen gibt es nicht. Das heißt, ein Schaden hier ins Schild. Ja. Das ist der. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Schaden, wovon die erste Karte offen ist. Genau. Struktureller Schaden. Teile deinem Schiff eine verdeckte Schadenskarte zu. Dann hat er 6 Schaden damit. Damit ist der mit einem Schuss Boah! In den Äther befördert. Scheiß die Wand an. Was ist das für ein Monster? Krach. Ist der Wahnsinn. Das ist halt ein Sternzerstörer. So, jetzt habe ich hier 5, ja. 6. Damit hast du mit einem... Alter! Ach, der hatte ja eh schon einen Schaden. Das heißt, du hast den eh weggeblasen. Scheiß die Wand an. Bevor der überhaupt zurückschießen kann, hast du den aus dem Spiel Boah! Genommen. Das war jetzt ein harter Move, ey. Das war ein dicker Schuss. Das war immens lucky. Also, ganz ehrlich, die beiden hier, was hatten die? Schwarze Würfel sind brutal. Die haben einen Blank und ein paar Schaden und sonst Doppel-Crit-Schaden. Die haben sogar 2 Blank, aber die haben 2-mal Crit und Dings. Die sind ziemlich gut. So als Im-Spieler liebe ich die mit meinen kleinen Korvetten. Der Wahnsinn. Das war nicht, ich sag mal, in der ersten Starterbox waren die nicht so richtig wirklich präsent, die schwarzen. Nee, da gab's beim... Ja. Nee, stimmt, du hattest die Version von dem Victory ohne die schwarzen Würfel. Genau. Das war nur die ganz normale, in Anführungsstrichen, also die kleine zum Lernen. Holla, die Waldfee! Einmal volle Salve und auf Wiedersehen. Ja. Jetzt ist Bewegen dran mit der Akklimator-Klasse. Ach ja, genau. Genau, ich darf mich und muss mich jetzt um 3 noch bewegen, 3 Klicks. Und ich überlege gerade, der war noch nicht dran, ne? Ja, nee, die waren beide schon dran.
Du hast, mein dicker Pott wäre dran gewesen. Du Ach hast so. Alles von mir, was noch nicht aktiviert war, zerstört. Eieiei. So, ich darf mich in Klick 1 quasi, beziehungsweise in Klick 2 darf ich mich um 1 drehen. Ansonsten nicht. Ja, dann mache ich das einmal hier. Ja. Hast du Dreiergeschwindigkeit? Genau, ich habe Dreiergeschwindigkeit. Also die Staffel hier vorne, die werde ich dir verjagen. Das heißt, die wirst du berühren, ja. Genau. Und die andere... Die andere bleibt unbescholten. Genau. Und dann fliege ich bis nach dahin. Jetzt muss ich allerdings so langsam mal zusehen, dass ich nicht munter vom Tisch runterfliege. Ne? Das wäre echt ein saurer Sieg für mich zwar, aber lustig. Ja, ja. Ja, nochmal einmal kurz, weil gerade eine Nachfrage kam, könnt ihr die Kameras nicht ans Stromnetz anschließen? Das haben wir mit quasi allen Kameras gemacht. Nur die Würfelcam hier vorne, da fehlt uns aktuell das Stromkabel. Noch ein Netzteil. Genau, das Netzteil, das ist irgendwo noch in einem Umzugskarton hier in den Laden hier vor Ort. Und deswegen sind wir bei dem gerade noch auf Akkus leider angewiesen. Dann sind wir jetzt noch in der Schiffsphase. Du hast nämlich noch deine Korvette. Genau, ich habe noch meine Korvette. Die Nummer 8. Der Korvette habe ich hier einmal Navigation gegeben. Einfach, weil ich da hinten doch schon ein bisschen Bammel hatte, was in da so gerade Phase ist. Ich würde die Geschwindigkeit von der Korvette da hinten mal auf 2 reduzieren, indem ich auch meinen Marker dabei ausgebe. Das heißt, ich darf 2 nach unten gurken. Genau, und dann lenkst du halt auf der 2er-Dings. Das heißt, im ersten Glied 1 und 2 im zweiten. Ne? Obwohl, möchte ich auf die 2? Ich darf ja mit Dings denken, ne? Mhm. Bei einer 3 könnte ich so, zack und so machen. Und dann noch einen Bonusknick. Den, den habe ich hier gerade schon drin. Schon drin. Dann benutze ich den Marker nicht. Okay. Ich bleibe bei 3. Ja, dann lege ich den eben wieder hin. Jo, danke. Auf der 8 war der, ne? Ja. Ja, ja genau. Und dann wäre das einmal die Bewegung. Ach nee, genau, die Bewegung. Aber vorher kann ich ja noch gucken, ob ich schießen kann. Genau, vorher kannst du noch schießen. Vorher darf ich noch schießen. Also hier, die Seite ist in Rot. Du kannst mir auf jeden Fall in den Po schießen. Die das hintere, Heck schafft es nicht, weil dann überschneiden sich die Linien. Genau, die hier schafft es auch nicht. Nö. Das heißt, die Seite schießt noch einmal mit 2 roten Würfeln. Bababam. Was haben wir da? Wir haben einmal einen Crit Zielerfassung und einmal kritisch. Hinten hast du noch ein Dings, ne? Hinten habe ich noch ein Schild. Ja. Was willst du sperren? Halbieren, umlenken oder ausweichen mit deiner Zielerfassung? Auf Rot kannst du einen rausnehmen. Dementsprechend würde ich ausweichen rausnehmen, sonst hätte ich ihn gar nicht getroffen. Dann geht er einfach in meinen Po. Ja, genau. Und das hätte ja sonst, glaube ich, gar nichts. Ne? Dann das Rädchen ist abgegangen. Oh, das ist nicht gut. So, ist wieder dran. Ja. So, auf 0 zurück. Jo. Ich stand hier. Genau. So, ne? Ja. Dann kommt jetzt da vorne die Bewegung von dem Pott. Ja. Soll ich die für dich machen? Das wäre nett. So. Genau. Ist der mit so viel Schwung um die Kurve geflogen, dass der Ton weggeflogen. Ja, der ist halt immens dynamisch, nicht? Ja, die sind echt schnell. Das ist cool. Das ist quasi, die Starterbox ist eine Mischung aus der ersten Starterbox, nur spielst du das als eine Fraktion. Du hast halt so einen kleinen Sternzerstörer und zwei mega schnelle Flitzis. Ja. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich machen muss, weil wir jetzt in die Staffelphase gehen. Ini hatte ich vorhin schon über den Staffelbefehl aktiviert, der darf nichts mehr. In der Staffelphase ist nur noch deine eine Staffel hier vorne da, die was machen darf. Ja, die schießen mit Blau-Schwarz auf, die sind alle noch heile, dann schieße ich auf die hier. Jo. Für einen Schaden. Jo. Dann sind die auf 4 runter. Dann ist deiner hier auch auf Rot runter und genau. Die hier haben ein Damage bekommen. Und dann sind wir schon in Runde Nummer 4. Ich aktiviere hier den einen Frachter, den Nummer 2, ist ein Staffelbefehl. Ich habe einen Staffelwert von 2. Ich gucke mal, ob ich die da hinten erreiche. Nein, aber die auf jeden Fall. Und die sind auch, glaube ich, sogar schon in Angriffsreichweite, ja. Aber wo bist du denn schön verwundet worden? In der Front. Dann fliege ich in die Front und greife dich da an mit einem roten Würfel. Okay. Ein Crit, weil ich kein Bomber bin, zählt das nicht? Nö. Und dann aktiviere ich den Flieger hier oben. Mhm.
Der war ja im Nahkampf gebunden. Ja. Ich glaube auch mit denen da, ne? Mit denen und ja. mit den beiden auf jeden Fall. Der war mein, der war raus. Die hier an, falls. Mhm. Ja. Ah ne, Quatsch, der bewegt sich hier gleich. Nee, dann greife ich die an. Okay. Warte. Ja. Für nix. Nix war also da, genau. Der Seite, war, ich hatte unter die Kamera gewürfelt. Und dann darf ich selber schießen. Hinten raus habe ich blau und nach zu den Seiten auch. Das heißt, dein kleiner Pott wäre in blauer Reichweite und Staff. Oh, nach hinten kann ich gar nicht schießen, sehe ich gerade. Oh, ich habe nur Flak von blau. Ja, ja, das ist dieser Transporter, wie die kleinen Rebellentransporter, nur in groß. Ja, dann mache ich mal einen Flak-Angriff und zwar habe ich die und die in jeweils im blauer Reichweite oder was? Genau, und jeweils in blauer Reichweite. Ja. Das heißt, zuerst schieße ich mit der Seite. Ja. Das heißt, da kann ich beide Staffeln angreifen. Ja. Nichts für die. Ja. Und die andere Staffel kriegt einen Schaden. Ja. Die darf ich nochmal angreifen, weil ich jetzt aus der Front auf die schieße. Ja. Jetzt willst du meinen Staffeln aber zeigen, wa? Jetzt will ich irgendwie nochmal Schaden machen. Ja, leider kritisch. Ja. Ich wollte erst hinten rausschießen, aber das geht ja nicht. Ne. Dreiergeschwindigkeit hat mein Frachter. Ja, stimmt. Ne? Und von hier nach da hätte mit Blau wäre knapp geworden wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Und deswegen habe ich dann gedacht, schieße ich mit ein bisschen Flak auf dich. Wir haben uns einfach vielleicht, den Sternenstand. Ja, vielleicht schaffe ich es ja, ein bisschen Schaden zu machen. Ja. So, das ist meine erste Aktivierung und dann bist du an der Reihe. It's my turn. Sehr schön. Dann würde ich logischerweise da vorne mal einen großen Pott aktivieren wollen. Ja. Der hat als Befehl bekommen hier einmal Reparatur bzw. Technik. Ich habe einen Technikwert von 4. Oh, cool. Mit meinem Technikwert von 4 werde ich einen welchen Damage reparieren. Ich dürfte für 3 Punkte dürftest ich darf einen Damage reparieren. Genau, ich darf einen Damage reparieren und ein Schild umlenken oder ich dürfte 2 Schilde umlenken. Oder 2 Schilde aufladen. Meinte ich, ja, genau. Ja. Pardon, ja, genau das meinte ich. Und ich glaube, dass 2 Schilde aufladen wertvoller ist. Ja. Weil das sind prinzipiell im Moment 2 Lebenspunkte. 2 Lebenspunkte, die könntest du dann an der Front machen, weil deine Seiten sind noch voll. Mein Poppers hier hinten hat allerdings hat auch schon einen. Genau. Okay. Der hat auch schon einen. Und da hier hinten... Machst du vorne auch noch? Genau, und vorne mache ich einen. Denn ich habe das Problem, dass, dass hier von hinten noch reingeschossen werden kann. Und der müsste auch in Reichweite blau sein. Ja. Ja. Heißt, der dürfte auch. Dann gucke ich mal. Der hier kann nicht schießen. Nee, der Seitenfeuer. Genau, weil der dadurch geht. Genau. Ja. Das heißt, ich dürfte hinten rausschießen. Mit Rot in ihn rein, und Blau. Mit Rot und Blau. Und ich dürfte mit Schwarz und Blau vorne in die Staffeln rein. Genau, dann dürftest du noch Flakfeuer machen. Dann mache ich eine Runde Flakfeuer vorne schwarz rein. Schwarz und Blau hast du als Flak? Ich habe Schwarz und Blau. Genau. Und in die erste hier rein. Ja. Einer. Genau, einer. Ist auf 2 runter. Und in die Staffel, die schon aktiviert wurde, da gehen 2 Stück rein. Bratz. Da bin ich jetzt erstmal relativ zufrieden mit, weil so viel mehr hätte ich jetzt nicht machen können. Also ich hätte jetzt maximal 2 in jeden rein machen können. Ja, genau. Ja. Dann geht jetzt der schwarze Würfel beiseite. Der rote kommt raus, damit ich dann von hinten raus hier in deine Seite... Oh, die ist auch noch nackt. Die ist komplett blank. Und zumindest vorne ist auch blank, ich weiß nicht. Der ist hinten auch blank. Hinten ist auch blank. Der ist komplett rundum schildlos. Jetzt gibt's Geschenke auf ganzer Linie. Glück gehabt. Ja. Und die bringen nichts. Die bringen einfach nichts. Okay. Dann muss er sich noch von seinem ersten Schuss erholen. Der war so gut. Ja, das ist richtig. Oh, ich habe hier noch von unserem Kontroll-TV gerade die Fernbedienung, die hier im Weg liegt. Jetzt kommt die Bewegung. Ich darf mich 3 bewegen. Ja. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Achso, du hast die 4er, kannst du auch nehmen. Achso, ja, stimmt. Nee, die 3er. Und ich habe... Nix, Knick, Nix, genau. Das heißt, ich werde hier vorne rüberfliegen. Ja, solide. Und ja, wenn ich jetzt überlebe. Hab jetzt da hinten. Wird das haarig da bei dir. Krasse Ausgangslage da. Ja, ich muss. Also, das ist das Ding. Hier vorne haben die gut performt. Aber jetzt muss ich den da hinten echt den allerwertesten. Jetzt müssen sie die Handbremse anziehen. Ja.
Dann bist du mit ihm dran, ne? Genau. Ja. Der aktiviert einen Feuer-Konzentrieren-Befehl. Ja. Den nehme ich für meinen ersten Angriff auf deine Staffel. Ja. Auf die angekratzte schieße ich mit zwei Blauen. Ja. Leider null. Das ist kritische, das ist nix. Das war die, jetzt kommt die jetzt schieße ich mit der anderen, aber da muss der eine blaue Würfel weg. Auch nichts. Was machst denn du da? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind jetzt nur noch Roboter als Befehlshaber in den Schiffen und die machen nur noch Quatsch mit Soße. Hinten raus habe ich leider keine Batterie. Aber da darfst du auch nicht. Also ist auch kein Blau. Und Seiten, und Seite kriege ich dich auch nicht. Nee. Mit der anderen Seite vielleicht noch die, aber die ist in roter Reichweite, ja. Oh, falsch rum. Ist aber in Rot. Ja. Das heißt, mir bleibt nichts übrig, als zu fliegen. Sieh. So, dann kann der, glaube ich, jeweils einmal knicken, ja. Dann wird er hier ein bisschen. Ja, sonst rammen die sich. Muss ich halt hier den verdrängen und ich glaube, und deinen auch, verdränge ich auch. Du darfst die beide neu positionieren in Base-Kontakt. Ja. Dann. Denke ich, werde ich die so positionieren. Ja. Du könntest versuchen, die so zu positionieren, dass zumindest einer nicht in Reichweite von meiner Staffel ist. Dann kannst du auf meinen schildlosen Typen schießen. Mein Plan ist Reroll wegen Schwarm, ne? Genau, ich würde gerne mit Schwarm die das Teil da wegmachen. Ah, die haben eh nur noch einen Lebenspunkt, sehe ich gerade. Oh, nein. Ja gut, aber wenn ich mal wieder wie Graupe würfel, ne, dann möchte ich gerne wiederholen. Und ansonsten bin ich ja hier in Reichweite. Der ist rundherum, ist der blank. Ja, der ist komplett blank. Genau. Das heißt, da habe ich eh keine Rerolls, aber er kann draufschießen. Er könnte zur Not auf ihn draufschießen, er auch. Ja. Und so habe ich Schwarm plus blankes Schiff. Genau. Und ich glaube, da komme ich ganz gut mit klar. Ja. Dann ist eins deiner Schiffe dran. Ist eins meiner Schiffe dran, ja, das ist richtig. Dann würde ich willst jetzt. Willst du die Spannung lassen, ob der flieht? Nee, ich bin da schießig. ich kann nicht schießen, weil ich habe gegen Schwarz. Nur Schwarz. Das heißt, ich aktiviere ihn da hinten. Mhm. Das ist der nicht den Marker drauf hat. Der hat von mir Navigation bekommen. Ja. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat der die Navigation bekommen, denn der hat eine Geschwindigkeit von 4. Und bei einer Geschwindigkeit von 4 hat der hier Knick. Nix und Doppelknick, ne? Genau, also nix, Knick, Knick. Und jeweils Knick. Einmal dann bei den beiden anderen. Genau, und da muss ich sagen, ich glaube, dann wäre der weg. Zum Glück habe ich Navigation, der geht auf jeden Fall auf 3 runter. Ja, das muss der auch. Der geht auch auf jeden Fall auf 3 runter. Bei 3 habe ich Knick, 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 Knick. Und wenn ich da so nachdenke, Knick, 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 dann muss ich noch einen Knick in. Jetzt habe ich nie wieder. Ich sollte noch offen hinlegen, ne? Dann muss ich das mal so machen und dann hoffen. Ich werde mal. Ich habe hier gebastelt. Sieht gut aus. Nee, da. Doch, ja. Boah. Guck, auf 3 hast du runter, ne? Ja, auf 3 habe ich runter. Ja, 4 wärst du nämlich, glaube ich, vom Spiel. 4 wäre ganz entspannt runtergeflitzt. Ja, da kannst du einen Hand draufsetzen. Das wäre nichts gewesen. Ich bin da mal weg. Das wäre absolute ne Dienstverweigerung hier gewesen. Ja. Okay, dann die ist er auch durch. Dann ist deine andere Korvette dran, denn ich habe ja du hast schon fertig. Ein Schiff zu wenig. Okay. Warte mal, meinen dicken. Achso, ich weiß nicht warum, ich habe den Marker da wieder draufgelegt, ich Horst. Achso. Genau, dann ist jetzt er dran der hier. Der mit der NAV-Token. Genau, der hat von mir auch hier einmal Navigieren. Navigieren bekommen, genau. So. Das heißt, er hat jede Menge Navigation jetzt am Start. Vorher aber noch Schießen. Ja. Und er hat auf der jeden Fall. Der müsste auch in Schwarz sein, ja. Ja, na, so rum. Genau. Easy, Pupisi, ja, beide sogar. Staffeln drin. Ich werde da jetzt nichts weg. Oh, doch, da hat einer nur noch einen Lebenspunkt, ne? Ja. Nice. Und ich weiß nicht, ob die Schwarzen, die Schwarzen haben nur Crit-Hit, die haben nicht Double-Hit. Nee. Aber ich schieße einfach, um es spannender zu machen, zuerst auf den, der noch 2 Lebenspunkte hat. Der bekommt einen Schaden ab. Und dann schieße ich auf den, der nur noch einen Lebenspunkt hat. Ah,
Der ist weg. Bam. Der ist weggesägt. Das heißt, ich darf jetzt mich bewegen. Der Flieger hat im Moment 3 als Geschwindigkeit. Das werde ich auch beibehalten, denn ich sag mal, wir sind jetzt in Runde 4, beziehungsweise quasi Ende Runde 4, da jetzt noch ein bisschen was an Staffeln kommt und das wart dann. Ja. Ich möchte mich prinzipiell jetzt nicht mehr so weit reinwagen bei dir. Ich reduziere sogar auf 2. Ah, du gehst auf die Bremse. Ich trete auf die Bremse, so schaut's aus. Bei 2 habe ich nämlich 2 Klicks und nur einen Klick. Und ich denke mal, ich werde daraus 1, 2. Ich glaube, die 2 hast du die auf dem ersten Glied, ja, ne? Ja. Und werde dann noch so einen dran hängen. Ja, ich hänge noch einen dran und fliege so. Und verdrängst auch nichts. Catch noch nicht mal die Dings da weg, genau. Und musste noch nicht mal den Token ausgeben. Ja. Ideal, jetzt weiß ich nicht, der Hintern ist auch nicht blank. Der Hintern, du hast an beiden Seiten, die ich potenziell treffen könnte, noch alle Schilde. Ja, super. Es war nur einer, aber ist auf jeden Fall einer mehr als gar nichts. Und ja. Du kannst nur einen Damage machen. Dann sind meine dicken Pötte rum. Wir sind in der Staffelphase. Wir haben im Moment Runde Rot. Das heißt, eine Staffel habe ich noch, die hier hinten bei der Korvette liegt, die gerade geflogen ist. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, mit einem roten Würfel in das Heck zu schießen. Und ihr wisst ja, wie gut es läuft. Ein Crit, weil ich kein Bomber bin, zählt das nicht. Du musst auch mehr an dich und deine Würfel glauben. Ach, das passt. Das ist ein Anti-Jäger-Flieger. Der muss keinen Schaden an Schiffe verteilen. Starten wir mit ihm hier vorne. Zack, auf blau. Und er wird in die Staffel von dir rein. Ja. Da habe ich gegen Staffeln wieder ein Rot, 2 Blau. Ach ja, Eskorte und Schwarm hatten die, ne? Genau, Eskorte und Schwarm. Schwarm triggert auch. Und du hast 2 Damage gemacht bei einem Leben. Der hat nur einen Lebenspunkt. Ich brauche nichts neu würfeln. Das ist ja der Wahnsinn. Dann hast du schon mal alle Staffeln bis auf eine wegradiert. Dann ist im Endeffekt, habe ich hier 2 Staffeln noch. Ja. Hier hast du noch alle möglichen Marker drauf, ne? Allerdings, ich überlege gerade. Du kannst aber trotzdem noch Schaden machen. Der Reroll-Marker ist... Zählt nur bei Staffelkämpfen. Nein, dein Reroll-Marker, dein Ausweichen, den kannst du noch zünden. Deswegen muss ich die einzeln machen, umlegen etc. Bringt alles nichts mehr. Ich habe einen schwarzen Würfel. Ui. Wenn ich auf Flieger drauf gehe mit denen. Das heißt, ich starte mit der ersten, die relativ nah ist. Ein Schaden. Die macht einen normalen Schaden. Was möchtest du tun? Umlenken kann ich nicht. Wiederholen? Ne, ich muss den fressen. Weil wiederholen lasse ich dich nicht. Du kannst potenziell 2 Schaden. Ich kann einen Crit noch mit dabei nehmen. Ja, obwohl du bist kein Bomber, ne? Bitte? Du bist kein Bomber, ne? Stimmt, der Bomber, der macht nichts. Aber der Crit, der hat auch einen Treffer. Also du, wenn du mich jetzt würfeln... Ja, der würde aber nicht zählen als Treffer. Das ist richtig, genau. Aber der Treffer, das heißt, ich verbrenne nicht. Ich stecke es einfach ein. Es ist Nummer 1, ne? Ja. Habe ich noch 3 Leben bei dem. Okay. Dann ist der zweite dran. Ja. Auch der macht einen Treffer. Der kommt von vorne. Du hast im Endeffekt, also du kannst mich jetzt neu würfeln lassen, weil... Aber das... Ja, doch. Die Runde ist rum, du kriegst deinen Marker eh wieder. Genau, ich lasse dich den mal neu würfeln. Und du hast eine 25-prozentige Chance, dass einer beim Blanks kommt. Genau, dass eine Leerseite kommt, ne? Und schade. Das heißt, dann hat er noch 2 Leben. Huiuiuiui. Aber ich finde, die sind auch sehr wehrhaft. Dafür, dass das nur diese Transporter sind, die man in Episode 2 sieht, wie die nach oben fliegen und abgeschossen werden, um auf den Boden zu fallen. Das stimmt, ja. Da war ich doch beeindruckt von der Frontbatterie. Das stimmt, ja. Damit ist die Runde schon rum. Ja. Runde 4 ist durch und ich würde sagen... Wir kommen in Runde 5. Wir haben Runde 5, ich brauche das Rad nicht mehr. Ja, da habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Ich habe nur gedacht, weißt du was, das überlebe ich. Ich habe 6 Hülle, ich habe doch 2, 3 Schilde da und dann buff, weg. Ja, das war so sick. Also, aber ich habe auch zum ersten Mal die schwarzen Würfel so richtig in Aktion gehabt. Die sind krass, ja. Und die dann auch, ich glaube, bei beiden Schüssen, wo die beteiligt waren, haben die jedes Mal da 4 die Crit-Hit Schaden, gemacht. Ja, jedes Crit Mal. Hit, also die haben jedes Mal, und das ist ja auch nur 25-prozentige Chance, das Ding da hinzulegen. So, welcher ist denn jetzt welcher? Ist der da hinten? Er ist der...
Namenlose, ja, sag ich mal, und das Nummer 8. Okay. Der Namenlose macht das hier. Nummer 8 macht das hier. Ja, und bei meinem Großen muss ich mich überraschen lassen. Ja, ich weiß es nicht. Ob du die Kurve kriegst. Ja. Du bist allerdings mit der ersten Aktivierung dran. Ich bewege mich lieber mit dem mal weg von dir. Ich gebe Technik aus. Ich habe Technikwert von 3. Das heißt, ich kann eine Karte reparieren oder ein Schild reparieren. Ich nehme mal eine Karte weg. Okay. Habe ich ein Leben mehr, weil Schild... Schild bringt nichts. Hätte ich jetzt 4 Technik, hätte ich 2 Schilde genommen. Aber ein Schild bringt da nichts. Nee. Dann versuche ich mal, mich mit Staffelfeuer gegen dich zu wehren. Ich schieße erst aus dem Heck, das heißt, ich kann die beiden hinteren treffen. Genau, blaue Würfel jeweils. Ja, ich gucke nochmal nach, blaue Würfel. Auf die angekratzte? Auf die erste angekratzte ist nichts, auf die volle ist auch nichts. Nee. Dann schieße ich nochmal aus der Front auf die andere Staffel und hey, ein Schaden. Ja, die das verliert einen. Immerhin, dann ist der auf 4 runter. Genau. So, und dann darf ich den nochmal bewegen. 2 bewegen. Der hatte die 2er-Geschwindigkeit. Der fliegt erstmal geradeaus. Genau. Brauchst du da Support dabei oder schafft er? Das schaffe ich. Das schaffe ich. Okay. Guck nur eben, dass ich die Munificent nicht mit meinem Bauch umhau. Ja. Passt. Ja, dann bist du dran. Genau. Vielleicht kurzes Ding, also wir sind immer noch quasi wirklich beim Start von dem ganzen, fällt mir gerade auf, ne? Wir spielen keine Missionen, die wir uns aussuchen, wir haben keine Hindernisse da am Start. Also das ist wirklich, immer wir noch fliegen jetzt nur gerade mit den Schiffen, ohne Sonderregeln, weil dann würdest du dir die Finger lecken, wenn du ein Raketen-Upgrade haben würdest für schwarze Würfel. Kannst nämlich Flächenschaden machen. Das heißt, wenn du triffst du die Nachbarsektion der Hülle auch. Super. Also dementsprechend nur, dass ihr einen Überblick habt, weil auch beim letzten, da kamen anschließend ein paar Fragen, ist das wirklich alles out of the box? Ja, auch hier. Hier ist komplett das, womit man als solches startet. Und in der Box jeweils, auch in der anderen, ist halt noch deutlich mehr drin, womit ihr prinzipiell eure Staffeln nochmal aufrüsten könnt und da namhafte Charaktere reinpacken könnt. Ihr könnt Titel auf die großen Pötte setzen. Genau. Ihr könnt Add-on-Karten dran machen. Genau. Das Einzige, was wir hier quasi zu viel haben, ist aus der Armada-Box das Vierer-Tool. Ja. Weil Dennis war so schlau, der hat die anderen Tools dann auf kürzere Längen gebaut. Ja. Es ist legal auf jeden Fall, für Turniere auch. Ja. Und wenn wir hier, wie ihr seht, so ein dichtes Geknubbel haben, dann ist es besser, wenn du eine Zweier-Schablone fliegst bei einer Einser- oder Zweier-Geschwindigkeit, als wenn du mit diesem Riesen... Ja, passiert mir ab und zu auch. Also wenn du mit diesem Riesenprügel da erstmal alle Staffeln umhaust. Genau, genau. Das ist das Gute, wenn man ein paar von den Dingern hat. Ja. Aber falls ihr euch fragt, gibt es mehr noch an taktischer Tiefe etc., die man machen kann? Ja, durch die Add-ons und durch die Mission, wie man die macht. Das ist so ein bisschen mit über einen Kartenmechanismus wie bei Legion. Das kommt alles noch. Also wir sind jetzt wirklich dabei, die Fraktionen mal kennenzulernen. Vor allem mein Pott da hinten. Ich würde sagen... Genau, du hast heute die Geschwindigkeit kennengelernt. Ich habe die Geschwindigkeit kennengelernt. Und ich nehme einfach den großen Pott. Was habe ich? Ich hab Schießen. Komm, eine Abschlusssalve, bevor wir vom Schlachtfeld fliehen. Da lege ich mir mal den Token da drauf. Ich habe, im Heck habe ich was. Das schau doch mal. Dann nehme ich mir einen schwarzen Würfel noch mal zusätzlich mit dabei. Also genau, dann musst du deinen Token aber wieder ausgeben. Genau. Oder du nimmst den als Token, dann kannst du rerollen, wenn du verschießt. Du hast einen Lebenspunkt über, ne? Genau. Ich nehme einen Würfel mehr. Das ist, Kommt wie aufs Rerollen raus. Und, definitiv. Der ist ein bisschen overkillt, aber der ist durch. Bam, genau, einen Lebenspunkt hat er noch. Und jetzt kommt der Riesen-Gaudi, denn ich muss fliegen und mich deucht. Also, mit 3, ne? Du hast gerade die 4 in der Hand. Da kannst du... Ich darf einen Knick machen. In der Mitte. In der Mitte. Darf ich einklicken? Ich glaube, das passt noch. Ja, das ist richtig. Aber. Aber in der nächsten Runde nicht mehr. So. Muss mal gucken. Ich glaube, ich bin jetzt schon Runden, oder? Du bist jetzt schon weg. Also, ich bin minimal über den Rand drüber mit der Base und sobald das passiert. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Stell mal vor, wir würden jetzt. Quasi diese Armada-Runde mit allen Regeln und allen Erweiterungen spielen, dann hast du zum Beispiel auch
kaum. Bei mir wäre es jetzt ja zumindest so, dass jetzt kann Dennis erstmal wirklich, hört sich dumm an, aber ist so, die Geschwindigkeit in dem Spiel lernen. Vorher hattest du ja nur diesen langsamen. Ja, ja, das ist durchaus richtig. Aber das, dich da drauf konzentrieren. Jetzt ist das Ende des Spiels gerade wieder dezent offen. Ja, dadurch, definitiv. Dass ich mit da runtergeflogen bin. Verdammte Axt. Jetzt sind die Karten nochmal neu gemischt. Also die einzige wirkliche Advantage, die ich gerade habe, sind die paar Staffeln. Die sind halt leichte Zünglein an der Waage, ne? Die ich hoffe, mit dem Feuerbefehl hier ausschalten zu können. Ja. Ich gebe mir auf jeden Fall mal einen zweiten blauen Würfel, um auf die angeschlagene Staffel zu schießen. Warte. Ja, ich bin im Blaureich. Kurzer Schreckmoment. Und dann schmeiße ich mal auf die... Wieder zwei Crits. Ja. Also nichts. Okay. Dann auf die volle Staffel nochmal einen Schuss. Ein Treffer immerhin. Und aus der Front, aus dem Heck wollte ich mit meinem Staffelschuss. Ja. Warte. Ach, da rein. Wen habe ich gerade? Weil du kannst ja mit der Front auch entgehen. Allerdings ist das alles so ein bisschen hätte Fahrradkette. Ja, ich wollte nur sagen, ich wollte jetzt mit dem Heck auf den schießen, was gar nicht geht, weil ich mich ja verdecke. Dann kann ich mit der Front versuchen, auf den hier zu schießen. Ach so, wir sind jetzt gerade hier, dem hier. Hier gäbe es ein Verdeckt. Ja. Und ich habe ja nur einen Würfel. Genau, das Deckung bedeutet, man nimmt einen Würfel raus. Genau. Zwar nach eigener Wahl, aber wenn du nur einen hast, dann hast du halt keinen. Ja, genau. Das wird nicht mehr dadurch, ja. Der trifft. Guck mal, du bist schon mal nicht mehr ganz so zahlenstark mit deinen Fliegen. Das ist richtig, ja. So. Dann ist das erste meiner Schiffchen da vorne dran. Ich nehme mal hier Nummer 8. Das ist er hier vorne. Ja. Nummer 8 hat von mir als Befehl Technik bekommen. Ja. Und ich habe einen Technikwert von 2. Oh, guck mal, du hast sogar in Schussweite was. Ja. Ich gebe mir vorne ein Schild wieder zurück mit 2 als Technik. Genau. Und dann ist oder habe ich noch hinten? Und du hast hinten ein Schild und hier hast du noch 2. Und hinten bist du auch auf Maximum von 1. Weißt du was? Nee, nix. Ich gebe mir durch 2 Technik, nehme ich von da ein nach vorne hin. Achso, lenkst du den nach vorne hin, ja. Genau. Und lenk von hinten ein auf das Schild. Ja. Dann bist du hinten nackt und hast links noch einen. Weil ich glaube, die Seiten, die werde ich jetzt in Runde 6 anschließend nicht mehr benötigen, das stimmt. Und deine Schiffe sind durchaktiviert, ne? Ja, die sind beide durchaktiviert. Ja. Die können jetzt nicht auf dich schießen. Da musst du noch fliegen. Ja, haben wir ganz vergessen. Wollen wir jetzt schon so im... Und zwar muss der fliegen. Stimmt, der muss andere fliegen. War ja schon. Ja. Deswegen war ich die ganze Zeit verwirrt. Ich so, die stehen so falsch, das passt doch nicht. So, der ich kann die ersten beiden einmal lenken. Ja. Kann ich versuchen, jetzt eine Kurve zu fliegen? Ja. Um halbwegs irgendwann ich bin jetzt gerade... jetzt bin ich Klappt. Dran. Räumliches Sehen war gerade nicht so gut. Oh, hier, du, der macht aber auch. Ja, ne? Der macht auch. Das wird ein ähnliches Gekratze wie bei ihm gleich. Das wird... Ja. Durchaus das so. Sorgte allerdings dafür, ja gut, also ich kann... Hier auf die Seite und kann mit dem auch auf die Seite. Das heißt, er wird jetzt mit beiden Batterien in den reinfeuern. Starten wir mit den 2 roten aus der Seite, genau. Boah, das sind, sehr guter Schuss. Krass. Du schießt auf die 1, ne? Ich schieße auf die 1, da bist auf du. Auf weite Entfernung. Ja. Die 2 nehme ich raus. Ja. Kriegst du noch eine Karte aktuell? Eine Karte würde ich aktuell noch kriegen. Du hast kein Schild, kein Schild, das war meine Frage. Nee, kein Schild, kein Dann kriege ich eine offene Karte von dir. Ja. Und die besagt, ach ja. Warte. Bei dir habe ich es gemacht, bei mir nicht. Warte. Das Schadensdeck mischen. Ach so. Ich habe wieder strukturellen Schaden. Das heißt, ich kriege 2 Damage. Auf die 1, das müsste... Nee, er lebt noch mit einem Leben. Der hat 5? Der hat 5. Dann wird jetzt meine Front logischerweise da, ne, versuchen nachzusetzen. Hängt am Seidenfaden. Ich habe in meiner Front da vorne 2 rote und 1 blau noch oben drauf. Mhm. Irgendwie lasse ich die Würfel hier gerade komplett durchrotieren. Ich weiß aber auch. Das ist halt... Ja. Das kenne ich auch. Ach so. Das mache ich auch so. So, dann machen wir doch mal.
Bam. Das sind schon wieder drei. Drei. Stimmt? Von der Front auf mein Heck. Auf deine Front auch. Aber ist im Endeffekt sogar egal. Also hierhin. Ja, also ist, Heck. Ja, ist, ja. Du hast überall null Schilder. Ich habe überall null, das rundherum. Stimmt. Du hast hier vorne. Da habe ich noch meinen Dodgy, den habe ich quasi einmal. Ja. Den burn ich jetzt. Ja. Und dann kriegst du einfach einen. Eine verdeckte immer noch und ich kann die nicht umlenken. Nichts. Ja, nee. Tod ist tot, ist tot, ist tot. Tod ist tot, ist tot. Bam. Weggesniped. War das jetzt das Zünglein an der Waage? Ich weiß vermute es, nicht. Ich weiß es nicht. Weil der andere fliegt ja gleich auch noch und ist der geflohen. Ich muss mit dem jetzt noch fliegen. Das ist die 8. Der hat Geschwindigkeit 2, hatte ich dem gegeben. Und? Ja, genau, ja. Er hat die 2. Der hat Geschwindigkeit 2 und... Du könntest aber erhöhen. Du hast noch einen Naft-Token bei dir liegen, ne? Ich werde nicht erhöhen, ich werde verringern. Oder so. Ich werde auf Reichweite 1 gehen und werde verringern. Und zwar... Und dann schon das Siegeskäffchen aufsetzen. Ich muss ja so rum quasi... Ich sag gerade hier, weißt du was, die Seite hinten brauchst du nicht mehr und wollte die jetzt gerade da so, einmal vor der Nase präsentieren. Ja. So, ich gehe runter auf 1 und stelle mich bis nach hier. Ja. So, dann ist es da. Soweit präsentiert. Er ist noch dran. Mhm. Er hat nichts zum Schießen in der Ecke. Nee, aber du musst noch eben aufdecken. Oh, cool. Das war jetzt so überraschend lustig. Ja. Das ist ein Ärgernis. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Was hat ja, das da ist aber manchmal so. Entweder sind die mal ein bisschen fester zum Andrücken, manche sind so flutschiger. Ich hatte mit dem auf jeden Fall hier Technik auch. Ja. Und baue jetzt hier gerade mein komplettes Drehrad auseinander. Ja, so, das bastle ich gleich wieder zusammen. Mit der Technik werde ich dem vorne einfach ein Schild wieder aufbauen. Ist passiert. Das ist gut. Und Schießen habe ich nicht am Start irgendwie und dementsprechend habe ich nur noch eine Reichweite von 3. Geschwindigkeit hattest du zum 3 mit dem, genau. Ne? Mit 3 habe ich 3 Klicks. Achso, ja, da ist ja super, da haben wir die 3 sogar. Dann mache ich hier zack und zack und zack. Dann fliege ich so eine Zickzack-Linie. Machst du ein Face-Off. Und fliege da bis hier vorne rüber. Ja. Und lass mich mal überraschen, was denn dann so die letzte Ründeken bringt. ja, jetzt sind wir allerdings am Ende der Schiffe-Phase, sag ich mal. Genau, jetzt kommt die Staffelphase. Jetzt kommt die Staffelphase, in der die relativ einseitig ist. So. Du komplette freie Hand hast. Ja, da kann ich jetzt mal loslegen. Allerdings, so richtig viel habe ich da auch nicht am Start. Du musst jetzt versuchen quasi... zu antizipieren, wo ich nächste Runde hinfliege, damit du wenigstens in Base-Kontakt kommst, weil du bist ja nicht in Schussreichweite und du kannst ja nur fliegen oder schießen. Ich habe eine ganz andere Kiste allerdings. Und zwar, du hast einen blauen. Ja. Damit wirst du mich nicht umnieten können. Nee, das stimmt. Das ist so. Dementsprechend werde ich mit denen hier einfach komplett mit Reichweite 3. Ja, das meinte ich. Also, dass ich quasi in dich reinfliege und gäbe es eine siebte Runde... Bist du im Base? Ach nee, Quatsch, dann kommt die Staffelphase, bist du im Base-Kontakt, kannst du schießen. So genau, genau. Und die Staffel, ja, die fliegt jetzt noch hier vorne rüber, die ist jetzt nicht so richtig relevant, aber dann ist damit unsere Runde Nummer 5 rum. Genau. Und wir sind schon in der letzten Runde, in Runde Nummer 6. Und die ist rot. Genau. Ich guck mal, ob ich es schaffe, nicht zu fliehen. 1, 2 und 1. Welche sind jetzt die da? Ja, ich werde es schaffen, nicht zu fliehen. Ja. Perfekt. Ja, sauber. Dann start mal durch. Genau, dann schieße ich jetzt und zwar vorne raus auf deine Korvette. Ich wollte schon Fregatte sagen. Ist gar keine Korvette, ist ein Charter der Konsularklasse. Okay. Für mich ist es halt quasi der Prototyp, der Vorgänger der Korvette. Ich kenne die auch noch in Rot von Episode 1. Ja. Die unbewaffneten Versionen. Ich schieße also jetzt in die Front von deiner C70 mit 2 Würfelchen. 2 Würfel sind es? 2 Trefferchen, meine ich, in die Front. Ich habe bei der, das ist die normale. Die noch heile, genau. Ja. Nee, ja. Ja, die 8 hat die... Nee, Quatsch. Eigentlich nee, ist das, der ist der die, Kapotte, das ist die, ne? Das ist die hinüber. Genau. Genau.
Da habe ich dann einmal... Noch Ausweichen und Crit hast du noch zur Verfügung. Mhm. Du kannst mich das, neu werfen lassen. Wollte sagen, das, du hast, womit hast du denn getroffen? Mit welcher? Mit einem roten und einem blauen. Okay. Ja, in der Reichweite kann ich auch... Oh Mansen, ey. Ich lass dich einmal den roten neu werfen. Den leeren, ne? Nein, nicht den leeren. Och, Mano. Nee. So, jetzt kommt ein Double Damage. Nee, Zielerfassung, okay. Da kommt eine Zielerfassung und dementsprechend geht der einzige Treffer, der da ist, vorne ins Schild. Dann ist mein Seitenwinkel dran. Der ist auch noch in Reichweite. Der hier? Ja. Ja. Und den kannst du auch in die Front reinziehen. Ja. Gar nicht, oder? Wollte ich jetzt nämlich behaupten. Ich komme jetzt nur nicht weiter, weil ich dumm bin, denn ich habe vergessen, du hast eine Stange da unten, deswegen komme ich nicht rüber. Ich käme in die Front, meine ich. Also wenn ich jetzt hier von oben gucke, dann ziehst du auf jeden Fall an deinem Feuerwinkel zart vorbei, aber du kannst durchaus nach vorne schießen. Ich versuche mit diesem einen blauen Würfel dir den einen letzten Schaden zu geben und verpasse es. Schade. Das war aber spielentscheidend. Jetzt ist er trotzdem tot, denn ich ramm ihn. Was? Ich wollte ihn nur nicht rammen. Weil ich würde hier enden und jetzt ende ich hier. Ja. Ich kriege eine Schadenskarte, habe damit 3 Leben und ich habe immerhin ein Schiff selber zerstört von dir. Ja, dann hat er damit seinen letzten bekommen. Oh ja, dann ist die Entscheidung relativ easy. Ich muss den hier vorne nehmen und ich habe dem einmal ein Manövrieren gegeben. Ja, ja, der war so langsam unterwegs. Genau, der ist in roter Reichweite. Ja. Der kann von vorne nach vorne schießen, der kann von der Seite nach vorne schießen. Ja. Dann macht er das auch nochmal. Denn so wohl nicht. Der ist ja jetzt ein bisschen traurig, weil er sagt, du hast meinen Freund einfach weggeschossen. Darfst du das? Also, von der Front in deine... Deine Front ist auch blank, ne? Nee, die hat... Hä? Ja, die... Nee, die ist voll. Die hat 3. Der hat 3? Der andere war blank. Dann schieße ich dir in die Seite rein. Der hat noch keinen Damage bekommen. Nee, anscheinend nicht. Ach so, das genau, hier. Ihn, auch verwirrt. Ihn kann ich noch im Base-Contact machen. Genau. Den habe ich verdrängt. Das ist okay. Boah, das ist ein solider Wurf. Du kannst... Du darfst auf jeden Fall in der Seite, hast du gerade. Ja. Du darfst nicht halbieren. Ich darf nicht halbieren. Dann werde ich einmal auf jeden Fall umlenken. Mhm. Und bist du noch in blauer Reichweite? Nee, du bist in roter. Ach, ich bin gar nicht hin. Dann darf ich dir das nicht sagen, sondern dann hast du einfach nur 3 Schaden bekommen. 3 Schaden. Ja. Dann negiere ich den Doppelten. Ja. Und den einen, sagst du, Seite, lenke ich dann in mein Heck. Okay. Weil da kommen deine Viecher auch nicht dran. Nee, das ist richtig. Dann darfst du noch meine Seite schießen mit 2 roten ebenso. Ja. Ich hoffe, dass die Ähnliches macht. Wobei es jetzt auch schon nahezu irrelevant ist. Boah! Du fiese Möb! Dann burne ich mein Ausweichen. Ja, in der letzten Runde nachvollziehbar. Und kassiere einfach so noch einen Schaden, dann habe ich noch 2 Leben. Okay. Du weißt, dass ich da noch 2 Staffeln habe, ne? Ja. Das ist gut, okay. Aber den kann ich ja nicht ausweichen. Ach, ja. Ich darf Reichweite 1 fliegen. Das mache ich auch. Ja. Das heißt, ich fliege hier vorne. Tschüss! Einfach nochmal hier. Sagt, wir haben gewonnen, ich drehe schon mal ab. Mit einem dezent ängstlichen Unterton. Hast du gewonnen? Der Hintern, der ist halt noch ziemlich blank da bei dem. Und dann sind wir in der Staffelphase. Ja. Das heißt, hier vorne, die Staffel ist raus. Ja. In der letzten Runde macht ihr nichts mehr. Die beiden dürfen sind in die Seite. Sind auf jeden Fall in Reichweite. Genau, das vorne heißt... Vorne habe ich noch 3 Schilde. Nee, in die Seite schießen die rein. Und in der Seite habe ich auch noch das eine Schild. Ja, genau. Ich werde einfach direkt die beiden schwarzen Würfel nehmen. Weil du hast ja eh nichts mehr groß zum Ausgeben. Halbieren oder umlenken. Aber einen Schaden halbieren kannst du nicht. Ja. Umlenken kannst du machen, aber dann ist das auch irrelevant, ob ich beide gleichzeitig würfel oder nicht. Also insofern... Oh, ja, also ein Schaden würde ich jetzt noch ein Schild verlieren. Ja. So. Dann verlierst du noch ein Schild. Genau. Und dann ist damit
die Runde durch. Das Spiel rum, die Runde ist durch. Ja. Und wenn wir nach Punkten gucken, dann schauen wir doch mal, was habe ich denn? Ich glaube, du hast gewonnen, weil du noch Staffeln hast und die sind ein bisschen teurer als meine, glaube ich. Also du hast mir auf jeden Fall vom Feld gehauen. 45 Punkte für einmal die C70. Ja. Und du hast mir vom Feld gehauen, 71 Punkte von der Akklamator 2-Klasse. 71? Die kostet 71 und meine Staffel kostet 12 Punkte. Das heißt, wir sind bei 83, bei 88, bei 128 Punkten, die du mir vom Feld gekriegt hast. 128, ja. Gut. Du hast mir 70 Punkte Munifizienz zerstört. Ja. Dann 47 Punkte die Hardcell. Das sind dann schon mal 117. Und dann hast du hier noch 24 Punkte Staffeln zerstört. Close, aber... Aber du hast gewonnen. Ja, aber ein closes Ding für die Republik. War aber auch eine gute Runde. Vor allen Dingen dieser eine Schuss. Pff, ja. Moment, so war das nicht geplant. Genau. Und gut gelaunt verzieht sich danach das Schiff auf der Welt. Tschüss. Und ist auch tot. Oh, Blödsinn. Das ist, wenn da Experten am Spiel sind. Ne? Die sagen, oh ja, weggeschossen. Ich bin raus aus dem Kampf. Scheiß drauf. Ja, die haben wahrscheinlich gefeiert. Ja. Sir, wir müssen lenken, was? Ja, wir machen schon mal Party hart und dann läuft das. Ihr Lieben, das war unsere zweite Runde Star Wars Armada, wieder mit den Grundpackungen. Ja. Und wie gesagt, also ich finde, bei den Grundpackungen, da merkst du schon, oder merkte ich jetzt, wenn mehr auf dem Feld drauf ist, dann musst du ist definitiv... Ist das schon bisschen komplizierter, ne? mehr nachdenken. Du crashst dich schon mal gegenseitig, du fliegst auch schon mal vom Feld runter und man muss einfach... Finde ich beim Koordinieren, welches Schiff lasse ich jetzt wohin fliegen, einfach viel mehr bedenken, denn du bist seicht gecrashed, ich bin ein paar Mal richtig schön in mich reingeflogen. Wir haben hier vorne gelenkte Rammaktionen quasi gesehen, um Schiff wegzuhauen. Da war schon mal deutlich mehr, alleine durch die Punkte fand ich deutlich mehr an Action. Ja, drin. Und du hattest, finde ich, hier auch viel mehr Varianz von Spielstilen. Du hattest ja... Das war früher auch die Kritik an der ersten Armada-Box. Es wird auch mal eine neue irgendwann aufgelegt werden, wenn, ich glaube, die Klonfraktionen auch von der Menge her an Erweiterungen gleichgezogen sind. Weil früher gab es so einige Unken, die dann riefen so, hey, die Rebellen sind so schnell, die fliegen dem großen Pott davon. Aber das fand das ich war meine total falsche spannend. Sicherheit in der Runde nämlich. Ich bin davon ausgegangen, so, hey, den fliege ich weg. Wollte gerade sagen, dann plopp, plopp, plopp. Bom, 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 bom. Oh, dann vorbei. Wird er rausgefeuert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. unglaublich schönes System. Als nächsten Step wären wir natürlich wieder einmal dann zu Episode 4 bis 6 zurück huschen und mal gucken, wie man da die Fraktion so erweitern kann, dass die gleich auf sind mit der Packung hier. Mhm. Und werden dann natürlich langsam anfangen, auch die richtigen Missionen zu nehmen. Und in dem Zug hier vorne, dass wir die hochziehen von den Punkten, werden wir dann Add-ons mit dabei packen und mal gucken, ne, dass ihr auch mal seht, wie funktioniert denn der Listenaufbau. Und genau, dann kommen auch dieser Listenaufbau dabei. Ja. Und das ist schon ein großes, interessantes Element von dem Spiel, weil man echt viel... Spielstile generieren kann halt noch mehr taktische Tiefe birgt. Und dann, wie du erwähnt hast, kommen die Hindernisse rein. Ja. Das wird dann auch lustig. Mal sehen, wie oft wo drauf landet. Ich fand ja schon meine große Bühne, ne? Wenn dann eine Raumstation da aber ist. Die Raumstation ist gut, die heilt. Ja. Und was Dennis auch erwähnt hat, die sind auch hier drin, diese Karten. Da sind so kleine Deckkarten bei, wo man sich für drei verschiedene... Arten von Missionszielen jeweils eine Karte aussuchen kann und da kommt halt dieses Punkte-Spiel rein. Wenn du jetzt weniger Punkte genommen hast als ich, kannst du entscheiden, ob du der erste oder der zweite Spieler bist. Ja. Und du hast dann diese drei Karten und da drauf steht dann, der erste Spieler hat die Sonderrechte, der zweite Spieler hat die Sonderrechte und so kann man sich dann quasi seine Mission hinlegen. Der Gegner wählt aus und man versucht dann so gut wie möglich dieses Ziel umzusetzen und weil es dann deine eigenen Karten sind, hast du natürlich deine Flieger besser drauf abgestimmt. Genau, genau. Das ist halt diese Tiefe, die da drin versteckt ist. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Ja. Lasst gerne mal eure Gedanken auch zu dieser Runde Star Wars Armada da. Prinzipiell, also ich kenne die Kommentare ja aus unter YouTube und aus Discord und aus dem Chat so. Da gefällt euch das System, ne? Wenn ihr da bestimmte Fragen zu habt oder bestimmte Aspekte dann anschließend sehen wollt, dann auch immer munter dazu fein raus. Ich würde sagen, wir räumen jetzt hier auf.
Ja. Und bedanken uns riesig bei euch für eure Aufmerksamkeit. Waren sogar noch mehr da, glaube ich, als beim letzten Mal. Mega. Ich habe jetzt schon wieder den roten Faden verloren. Den hast du da oben in deiner Mütze drin, ne? Ja, genau. Ja. Hier. Nein, es bleibt uns auch nicht mehr viel über sagen, ja, euch ein schönes Wochenende zu wünschen, die da live dabei sind. Genau. Den YouTubern schönen Tag, Nacht, Morgen, Abend, was auch immer. Auf jeden Fall lasst es euch gut gehen. Und bis dahin einfach immer fein weitermoschen, würde ich so sagen. So schaut's aus, genau. Ihr Lieben, da kommt noch ein herzliches Dankeschön fürs Abo. Danke. Bleibt gesund, bleibt verspielt. Immer fein. Weitermoschen. Mein Gott, haben wir jetzt doppelt. Läuft noch besser. Hält besser. Richtig. Ich schmeiß schon alles runter. First one down.